Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachschlag, dem Boxcast. Ich bin Benny Stroker und natürlich wie jede Woche an meiner Seite mein Co-Host Julius Stoll. Ja, hallo Benny. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es war ein ereignisreiches Wochenende, würde ich mal sagen. Gerade aus deutscher Sicht auch mal zur Abwechslung mal, war einiges geboten. Allerdings, ja. Dementsprechend Thema der Woche natürlich ein Rückblick auf Deines gegen Beterbiev und die große WM-Chance im Halbschwergewicht. Außerdem ein Ausblick auf den Rumble on the Rock mit Alexander Povetkin gegen Dillian Whyte 2. Da bin ich auch schon sehr gespannt, vor allem weil auch coole Leute auf der Karte noch stehen, wo wir vielleicht ein bisschen noch drauf eingehen können. Und nicht zuletzt kehrt der Stallcheck mal wieder zurück hier zum Nachschlag. Und nach üppig gefüllten Wochen findet sich endlich mal wieder die Zeit, da auch keine überraschenden Todesfälle aufgetreten sind, Gott sei Dank, dass man mal den Stallcheck vornehmen kann. Und da nehmen wir heute mal Fächersport unter die Lupe. Ja, dementsprechend rein ins Vergnügen. Und ich würde sagen, es geht für uns nach Russland, oder Benny? Es geht für uns nach Russland, genau, in den Megasportpalast, hieß es, glaube ich. Ja, in mega. Moskau. Ja. Gab es live im MDR-Stream zu sehen, wie ich finde, auch in einem guten Livestream. Ich hoffe, das war bei dir auch so. Ja, war genau so. Den Hauptkampf des Abends natürlich die Doppel-WM im Halbschwergewicht, WBC, IBF. Adam Deines aus dem Magdeburger SES-Stall bekam seine große WM-Chance, wie Julius das eben schon richtig gesagt hatte, gegen Doppelweltmeister, K.O.-Monster, wie er ja auch genannt wurde an dem Abend. Ja. Arthur Beterbiev, den Lokalmatador, und Beterbiev gewann, ja, unterm Strich, was das Ergebnis angeht, natürlich schon wie erwartet, aber durch TKO in Runde 10, ich glaube, das haben Deines nicht besonders viele zugetraut im Vorfeld. Mhm. Ich fand, dass Deines wirklich, das klingt jetzt natürlich blöd, aber ich fand, er hat wirklich eine gute Leistung gezeigt. Ja. Ich fand, er war taktisch gut eingestellt, vor allem in den ersten Runden, dieses Kommenlassen, die schnelle Linke aus der Rechtsauslage als Konter zu bringen. Ich fand ihn auch ziemlich beweglich am Anfang, aber es ist natürlich schon relativ schnell aufgefallen, weil die ersten Runden waren eng, ne? Und da hatte ich auch durchaus mal eine oder zwei für Deines notiert tatsächlich am Anfang. Ja. Also die erste natürlich nicht, weil es ja am Ende die Niederschlag gab, ja. Aber ich glaube die zweite oder die dritte. Aber es ist schnell aufgefallen natürlich, Deines musste verhältnismäßig viel mehr Kraft und Bewegung und alles Mögliche investieren, um diese Runden eben eng zu halten gegenüber diesem stoischen Beterbiev, der teilweise wirklich einfach nur so wie so ein Stalker da durch den Ring ganz langsam sich da vorbewegt hat. Das ist natürlich schon ein Riesenunterschied gewesen. Aber wie gesagt, unterm Strich fand ich Deines Leistung gut. Ich fand auch in der 10. Runde der endgültige Niederschlag, der es am Ende dann beendet hat. Deines ist nochmal hochgekommen nach der Linken. Das war ja so eine Situation, im Prinzip haben beide versucht, in dem Moment zu schlagen. Beterbiev war schneller und vor allem natürlich auch härter im Ziel, hat Deines runtergeschickt und der Abbruch von Jemski dann danach, mit dem, als der mit dem Handtuch dann zum Ring hochgekommen ist, das war meiner Meinung nach einer der besten Trainerabbrüche der jüngeren Vergangenheit. Also wirklich, ich fand, das Timing war perfekt. Ich fand es genau richtig, richtig gut von Jemski. Und Deines ist da ohne, jetzt in Anführungszeichen, oder sagen wir mal so, es hätte viel, viel schlimmer enden können. Er ist ohne besonders dramatischen Schaden wieder nach Hause gekommen. Und ich finde, eine Niederlage, die sein Profil durchaus geschärft hat in Deutschland und auch international. Wie siehst du das? Ja, also ich war auch in der Niederlage ziemlich beeindruckt und überzeugt auch von Adam Deines. Also ich finde, seine Leistung war, ja, wie du das auch schon gesagt hast, dahingehend super, wie er eingestellt war, wie er das umgesetzt hat. Und also der Matchplan war hervorragend, muss ich sagen. Also hätte er etwas mehr Schlaghärte noch seinerseits gehabt, dann hätte das wirklich richtig gut aufgehen können und man an dem Abend überraschen können. Überrascht hat man so auch, aber es war halt jetzt für den Sieg, hat es leider nicht gereicht, der war nicht drin. Ich habe auch Deines Runden gegeben. Ich glaube, die 7., 8. und ich fand die 9. Die 9. fand ich auch noch gut, ja, genau.
Und ja, in der ersten fand ich auch, dass er eigentlich die Nase vorne hatte bis zu dem Niederschlag, wo auch so ein bisschen eigentlich schon der Bandenwerbung da hängen geblieben ist. Ja, das war natürlich unglücklich, aber er war halt unten und der Schlag hat Ja, stattgefunden. Also da kann man ganz auch genau, ja. dem Ringrichter jetzt nichts wollen. So, das ist halt einfach dumm gelaufen. Und ja, ich fand, hinterher war Beterbiev auch gezeichnet. Also der hat schon auch gute Hände genommen. Das hat auch gezeigt, dass Deines schon auch hauen kann. Und ja, Beterbiev war natürlich ein bisschen so schon eingerostet. Ja, also Ringrost kann immer wieder Ja. mal ein Thema sein. So, da stehen ja die Leute verschieden dazu. Wir haben ja mit Dennis Ilbay gesprochen. Er hat gesagt, also das gibt es bei ihm nicht oder er glaubt da nicht dran. Und ich fand aber bei Beterbiev war das schon so gewesen. Der wirkte irgendwie einfach so ein bisschen verkrampft am Anfang und halt einfach sehr behäbig. Es war so ein bisschen wie, na, hier bei der. Ach, wie heißt sie denn jetzt? Ich komme gerade, die First Lady Brekhus, Brekus. Cecilia Brekhus, genau. Also daran hat mich das am Anfang so ein bisschen erinnert. Natürlich war er dominanter gewesen, aber da konnte ich irgendwie so ein bisschen Parallelen sehen. Und ja, letzten Endes aber natürlich eine klare Sache und ich war auch von dem Abbruch begeistert. Ja, also das fand ich war sehr gut gemacht, weil die Beine waren noch nicht ganz so da. Beterbiev hat ab so Runde 9 angefangen, Blut zu lecken. Ja, hinten raus, so die letzten paar Sekunden und dann ab in die 10. Und ja, also das hätte halt noch bitter ausgehen können. Und Deines hat echt was bewiesen, hat sich auch gut verkauft, sodass er auch, denke ich mal, gute Angebote auf den Tisch bekommt jetzt in Zukunft. Es gibt ja noch andere Leute im Halbschwergewicht, wo er nochmal angreifen kann. Er ist jetzt auch noch nicht so alt oder sowas. Also da geht noch was. Und dementsprechend sehr klug, ja. Also, Ja. weil ich denke, wenn man von Beterbiev dann so ausgeknipst werden sollte, natürlich wäre er vielleicht auch die 12 gegangen, aber eher unwahrscheinlich. Und ja, dann hätte er jetzt nicht mehr in den Ring gekonnt. War ja auch lang aus dem Ring raus und so kann er schnell sich vielleicht wieder zurückmelden und da noch auf diesem in der erweiterten Weltspitze mitboxen. Und dann bekommt er vielleicht noch mal eine WM-Chance. Also fand ich gut, er hat sich auch gut verkauft vor der russischen Presse. Und ja, um meinen Redeschwall hier noch zu beenden, ich hatte ja gedacht, es wird K.O. in Runde 7 für Beterbiev und dementsprechend, also ist das, glaube ich, deutlich, wie sehr jetzt Deines mich auch überrascht hat. Und ich denke auch viele, viele Fans und Kritiker, weil er ja in Runde 7 für mich die Runde gewonnen hat. Ja, und da dachte ich, da ist für ihn Feierabend. Ja, also ich finde sogar tatsächlich, das ist einer dieser Fälle, wo du vielleicht am Ende nach der Niederlage besser dastehst als vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, weil Deines hat wirklich viele Zuschauer auch beeindruckt, ich glaube auch international durchaus. Und das war schon wirklich, also jetzt nicht einfach so dieses klassische, der Tapfere, der da ne, dahin ist und versucht hat, irgendwie zu überleben, sondern er war natürlich über weite Strecken, also man hat schon natürlich schon gemerkt, wenn Beterbiev das Tempo anzieht, dann ist das natürlich schon einfach ein absoluter Klassenunterschied oder mehr als das. Aber Beterbiev ist natürlich auch wahrscheinlich die Nummer 1 in seinem Limit. Ne? Müsste man vielleicht mal herausfinden im Duell mit Dimitri Bivol. Aber im Endeffekt, ja, ist das die absolute Elite gewesen. Das ist überhaupt gar keine Frage im Halbschwergewicht. Und da hat er mich auf jeden Fall auch positiv überrascht. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er da doch wirklich in einigen Runden das Ganze wirklich eng gestalten kann oder halt sogar die Waage in seine Richtung ausschlagen lassen kann, zumindest auf meiner Scorecard. Und zu Beterbiev, ja, ich weiß nicht, ist die Frage, was der Grund ist. Ne? Also Ringrost kann ein Grund sein. Er hat ja auch eine Covid-19-Erkrankung, wäre jetzt auch nicht der Erste, der dann ein bisschen schlechter aussieht. Ne? Wir kommen nachher noch auf Christoph Glowacki zu sprechen. Da war auch, kann man sich auch fragen, was da die Gründe waren. Erste Mal als Profi in seiner Heimat Russland, der wird sicherlich auch unter Druck gestanden haben. Durchaus prominentes Publikum dabei gewesen, ne? Dennis Lebedev oder Kostja Su vor allem, einer meiner All-Time-Favorites. Freue ich mich immer, den zu sehen, wenn er mal im Publikum irgendwo ist. Aber am Ende hat das erledigt. Aber es war halt schon so ein bisschen mehr die Kategorie Arbeitssieg, fand ich für ihn. Ja, das stimmt. Ja, was ich noch schön fand, was mich wirklich gefreut hat, also auch wie die Russen das Ganze aufgemacht haben, dass halt auch Deines bei seinem Ringwalk so einen richtigen Ringwalk mit ein bisschen Entertainment bekommen hat, mit Tänzern und so weiter, ne? Und nicht so irgendwie, okay, jetzt kommt hier ich sag mal als Beispiel, Yildirim in Miami, ne?
irgendwas aus der Konserve, komm mal schnell in den Ring, mach mal Platz hier, danach ist, ja, ist die dicke Show für den Superstar, sondern die haben da auch, fand ich, Deines nicht unter Wert verkauft. Genau, und es war nicht so eine unwürdige Nummer, wo man sagt, so, genau. Ich weiß nicht, bei welchem Boxer ich das jetzt, doch, das hat, glaube ich, es hat doch, glaube ich, auch Ilbay erzählt, ich weiß es nicht, dass irgendwie nicht sein Lied gelaufen ist und sowas. Und er wurde dann in USA einfach so rausgescheucht, so mehr oder weniger. Also, es kann jetzt auch sein, dass ich mich da vertue, aber ich glaube, das hat er uns auch erzählt. Hm, und, ja, bei uns glaube ich nicht. Nee. Nee? Nee. Wer hat das denn gesagt? Egal. Ja. Wurscht. Aber auf jeden Fall, das ja, kommt weiß, ja öfter mal vor, dass man dann da im Ausland so ja, vorgeführt wird, sage ich jetzt mal. Und das war hier nicht der Fall gewesen. Und gerade wenn er auch die Russen begeistert hat, kann er vielleicht auch in Russland mal wieder boxen. Durchaus, klar, ja, keine Frage. Ich muss auch sagen, wenn wir gerade darüber sprechen, wie könnte es weitergehen und so, also da ist auch meiner Meinung nach selbst stallintern einiges ja, möglich noch. Ne? Also ja, Deines gegen Krasnitschi zum Beispiel, Deines gegen Bösel auch zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das fände ich beides toll. Also ja, gar keine Frage. Das wären gute Duelle auf einem ziemlich ähnlichen Niveau, denke ich. Und also super, super gerne. Und bei Beterbiev muss ich sagen, der ist jetzt 36. Vielleicht, ja, ich will jetzt nicht sagen, er ist alt geworden oder sowas, weil er hat ja auch nicht viele Profikämpfer auf der Uhr zumindest und mhm, ist ja meistens nicht viele Runden gegangen. Aber zu lange würde ich jetzt trotzdem nicht mehr warten wollen, bevor ich ihn zum Beispiel gegen Bivol sehe oder so. Also ich fände es schon toll, wenn der jetzt weiter vereinigen würde. Der hat jetzt seine Pflichtverteidigung nach IBF zumindest aus dem Weg geräumt damit. Mhm. Mal gucken. Ja. Gehen wir weiter im Text? Ja. Ja. Also dann, es sei nur, sorry, wenn ich noch mal kurz das sage, es sei nur noch erwähnt, weil wir es angesprochen haben, auch Igor Michalkin hat auf der Undercard sich erfolgreich zurückgemeldet mit einem TKO-Sieg in Runde 4. Ich habe den Kampf tatsächlich nicht gesehen. Ich hätte es gerne gemacht, aber ich war da noch ein bisschen anderweitig verplant am Wochenende. Und ja, aber muss wohl eine eindeutige Nummer gewesen sein. Der Gegner war auch schon mal in Runde 3 unten. Ja. Mhm. Ja, sehr gut, dass du das noch reinwirfst. So, dann springen wir einen Tag zurück zum Freitag, gehen ins Pugilist Center in Bruchsal, wo TS Fight Sport Management gemeinsam mit Hohlefeld Promotion eine Card veranstaltet haben, über die wir letzte Woche natürlich auch gesprochen haben, mit zwei Kämpfen um die deutsche Meisterschaft und unserem heimlichen Favoriten auf der Card, Slava Spomer gegen Fuad El Masoudi, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Ja, ich habe es leider nicht live sehen können am Freitag, weil es einfach auch schon zu früh angefangen hatte. Ich musste auch noch arbeiten. Zu der Zeit um 15 Uhr ging ja die Übertragung schon los. Mhm. Habe dann im Nachhinein, im Nachgang alles re-live gesehen auf fight24.tv, ja, was auch immer noch da ist und durchaus empfehlenswert ist, stellenweise fand ich. Vor allem, weil es jetzt natürlich auch gratis ist, also wer da jetzt nochmal reingucken möchte. Ja, also die Leute, die gewinnen sollten, sage ich mal Anführungszeichen, haben gewonnen, bei den Kämpfen um die deutsche Meisterschaft. Gawasi ist neuer deutscher Meister im Halbschwergewicht mit einem ganz klaren Sieg gegen Wassili Sarbajew. Mhm. TKO in Runde 7. Hast du den Kampf gesehen, Julius? Ich glaube ja, schon. Ne? Ich habe den Kampf gesehen. Bist du ein Gawasi-Fan? Hat mir gut gefallen. Also ich fand, dass Gawasi sich klar zu seinem letzten Kampf nochmal verbessert hat. Also da haben die wirklich noch an so gewissen Stellschrauben gedreht. Und ja, war ein schöner Kampf, muss ich sagen. War auf jeden Fall, ja, war eine gute Leistung von Gawasi. Der hat den Titel ganz klar verdient, nach Hause genommen. Genauso gilt das für Dimitar Tilev, der neuer deutscher Meister im Supermittelgewicht ist, mit einem klaren und auch dominanten Sieg gegen Roman Hardock. Da war es, auch aus irgendwelchen Gründen habe ich es jetzt nicht auf meinem Zettel stehen, aber ich glaube TKO 4. Ja, TKO 4, es war ein Cut an der Nase auch. Genau, der hat genau, geblutet, der Ecke war es vorbei. Was. Also ja, das war ja wirklich. Hui, ja, 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 das war ein ganz und, schönes Blutbad. Also ärgerlich eigentlich für Hardock, weil der hat bis dahin gut mitgehalten und die beiden waren ja absolut, das waren ja zwei Kühlschränke. Ja. Für super Mittelgewicht habe ich gedacht, heieiei, mehr Muskeln kannst du aber auch nicht draufpacken. Also das war ordentlich, aber ich hatte trotzdem den Eindruck, dass Tilev nochmal ein Ticken mehr Kante war. Ja. Also so im direkten Vergleich fand ich ihn dann tatsächlich nochmal ein bisschen beeindruckender. Mhm. Und Hardock hat, ja, stellenweise gut mitgehalten, aber trotzdem für mich im Prinzip jede Runde klar verloren, weil Tilev einfach noch einen Ticken mehr drauflegen konnte, auch offensiv. Mhm. Ja. Aber es war kein schlechter Kampf zum Gucken, das stimmt, ja. Ja. Ja, und Slava Spomer gegen Fuad El Masoudi,
muss ich im Prinzip das Gleiche sagen. Also, ich fand, das war ein richtig guter Kampf zum Ja, Gucken. super. Wirklich ein Action-Fight. Masoudi, muss ich sagen, also wirklich, der, also, der hat ja wirklich Hände genommen, ne? Wahnsinn, ja. Also, das war echt beeindruckend. Und auch der hat wirklich, ja, im Prinzip jede oder so gut wie jede Runde verloren. Aber die Runden waren eins im Einzelnen. Trotzdem war da viel los, ne? Sprummer hat Ja. einfach nur mehr gemacht. Also, der hat mir wirklich vielleicht noch nie so gut gefallen wie jetzt am Wochenende, muss ich sogar sagen. Ja, also da muss man auch sagen, der steht wirklich so gut wie gar nicht in einem langweiligen Kampf. Also ich habe den jetzt, glaube Ja. ich, viermal boxen sehen oder fünfmal und ich meine sogar einmal live. Und das war Ja. wirklich eine coole Sache wieder, der Kampf. Also ich war richtig drin. Es war spannend so. Also ich meine, Sboma wird dann schon auch mal getroffen. Ja, gerade dann in den letzten zwei Runden hat er dann auch nochmal die ein oder andere Hand genommen, wo ich dachte, ui, ja. Aber ja, also das sind einfach Top-Kämpfe mit dem und ich sehe den immer wieder gerne. Freue ich mich auch schon auf weitere Aufgaben. Und bei dem Masudi musste ich sofort an Kamil Sokolowski denken, den wir ja hier schon oft erwähnt haben. Der Kampfrekord sieht echt nicht gut aus. Aber der Typ ist einfach zäh wie Leder. Also Ja, Wahnsinn. ja. Und kommt immer eigentlich zum Gewinn, obwohl er verliert. Ja. Genau. Der kommt absolut. Der kommt immer zum Gewinn. Hatten wir ja beim Autokino-Boxen damals bei Ja. Universum letztes Jahr schon. Und der kam auch hier wieder mit, was waren es am Ende, 2, 2,5 Wochen oder sowas. Früher wusste er ja nicht Bescheid, ne? Als Ersatz im Prinzip Gegner. Und dann kommt er hier hin und zeigt wirklich trotzdem eine starke Leistung. Und also, das war einfach, ja, wie wir. Muss ich schon sagen, haben wir gut eingeschätzt. Also es war eine gute Ansetzung und die hat auch echt im Ring geliefert. Und Spomer, ja, muss ich auch sagen, der gefällt mir auch. Also die hängende Linke, ich mag das ja irgendwie, muss ich sagen. Ich weiß, da wird jetzt der ein oder andere vor allem so ein bisschen Oldschool-Trainer, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Aber ja, es sorgt halt für interessante Kämpfe. Es sorgt dafür, dass er schneller den Jab rausbringt. Es sorgt dafür, dass er schneller kontern kann. Und selber ist er natürlich auch ein bisschen in Gefahr, aber das ist ja in einem guten Kampf nicht abträglich, sowas, ne? Ja, das stimmt. Ja, ansonsten gab es noch Siege für Roman Gorst, Stefan Nikitin, Marco Radonjic und Stefan Rumpold. Julius, wenn du möchtest, kannst du gerne dich zu einem Kampf äußern oder zu mehreren, wenn du was zu sagen hast. Nee, also das war halt auch, sage ich jetzt mal, Boxen, ne, was man sich dann auch mal ja, also es tut mir leid, das jetzt so zu sagen. Also das war schon auch, das konnte man sich angucken. Es gab TKOs und KOs, aber da hat mich jetzt nichts komplett von der Couch Nein. geworfen. Ja. Das war so eine klassische Undercard irgendwie, fand ich dann im Endeffekt dann darunter. Dann, ne? Da waren viele Leute dabei, wo eigentlich dann klar ist, wie das ausgeht. Also Der als Beispiel jetzt ewige Özcan Çentikaya war auch mal wieder Ja, da. genau. Ja, Ne? TKO in Runde 1 und Der hat aber wohl auch kurz davor, haben sie, glaube ich, auch gesagt, der wusste auch nur ein paar Tage vorher das ist bei Bescheid. dem ja immer so. Der erfährt das gefühlt immer eine Woche vorher und ist halt die ganze Zeit so im Training. Ja, aber da kann man sich halt auch auf keinen Gegner gescheit einstellen, gerade wenn der 21 und 0 ist. Ja, aber mein Gott. Ja, aber das viel verrät das über Radonjic halt auch nicht. Ne? Das ist dann Nee. immer so die Sache, wo ich dann immer so ein bisschen denke, naja, mal abwarten. So, dann sind wir auch noch, jetzt müssen wir nach München, jetzt wieder am Samstag. Aus Leos Boxgym gab es eine Card mit unter anderem Emre Çuko gegen Ciarhei Kamitski. Çuko gewann den Kampf einstimmig nach Punkten über 8 Runden im Supermittelgewicht. Und während ich davon nichts gesehen habe, hat Julius ein bisschen was zu erzählen. Ja, also da muss ich auch sagen, das war ein sehr ansehnlicher Kampf. Ich habe den Eindruck, dass Kamitski zur selben Quelle der Jugend irgendwie Zugang hat wie Firat Aslan. Der ist 46 Jahre alt und ja, immer noch wie ein Stein gemeißelt, würde ich mal sagen. Ja. Hat natürlich jetzt auch schon viele Kämpfe verloren, aber hat sich absolut gut verkauft und das kann man wirklich von den meisten Gegnern eigentlich sagen, auch auf der Undercard, die gekommen sind. Das waren alles Leute, die jetzt keinen berühmten Kampfrekord hatten. Ja, da hat man jetzt gesagt, naja, mal gucken, was das jetzt wird. Ja, nach der fliegenden Handtücher sei mal wieder angesprochen. Aber dem war nicht so gewesen. Also man hat sich hinterher auch so ein bisschen selbst dafür gelobt, ja, für die Ansetzungen, die da stattgefunden haben. Aber es war wirklich so. Also alle Gegner kamen gefühlt zum Siegen und da waren wirklich zähe Leute dabei. Also auch der Gegner von
dem Cousin von Arthur Abraham, ja, von Martin Asumanyan, der war auch, habe ich mich wirklich gefragt, so, warum hat der 18 Niederlagen? Der war sehr gut dabei, körperlich, von seinen Boxen her und. Hat mich auch wirklich angesprochen und auch der Gegner von Hector Hernandez soll hier mal nicht jetzt so, soll man jetzt mal nicht so übersehen, ja, 11 und 21, aber hat trotzdem echt einen guten Kampf gemacht. Ja, ne, es gab natürlich auch so ein paar Kämpfe, die, da habe ich mir mehr erhofft. Hovik Bebraham war überraschend auf der Karte, das hatte ich vorher irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das war tatsächlich jetzt so ein bisschen so eine lahmere Nummer. Aber insgesamt wirklich kann ich das auch empfehlen. Bei Fight 24 kann man sich das ebenfalls anschauen, als wirklich ein Füllhorn, was da momentan gibt. Und jeder, der sagt, ich möchte einen Tag einen Kampf sehen, dem sei das ans Herz gelegt. Ja, der kann sich da gut abdecken bis zum nächsten Ja, Wochenende. das stimmt Also muss ich allerdings. wirklich sagen, da haben die was Gutes auch auf die Beine gestellt. Ja, okay. Ja, und dann noch ganz kurz, geht es nach Wien am Samstag. Da ist man ja im Boxen selten genug. Im Haus der Begegnung, hieß die Halle, wie ich gelesen habe bei Keine freundliche Begegnung in dem Fall, aber ja. Boxring. Da gab es das Duell zwischen Markus Nader und Alexander Pavlov. Und wir haben es letzte Woche nicht angesprochen, weil ich es einfach nicht wusste. Ich weiß nicht, wie spontan das vielleicht entschieden wurde. Ich habe normalerweise, würde ich jetzt behaupten, habe ich sowas auf dem Schirm, aber es lief bei Bild Plus tatsächlich am Samstagabend. Habe ich auch nicht mitbekommen. Ja, ein Kampf im Mittelgewicht um den IBF International Titel, den Nader einstimmig nach Punkten gewann gegen Pavlov. Ein Hamburger ist Alexander Pavlov übrigens bei Boxen im Norden normalerweise gerne auf Cards und bei denen natürlich auch seine Promotion. Ja, ich habe den Kampf nicht gesehen, weil natürlich Samstagabend dann mit Deines und gleichzeitig parallel auf The Zone noch Glowacki gegen Okoli, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen werden. Da war es einfach nicht möglich. Ich habe da nicht noch einen dritten Bildschirm anschmeißen wollen. Nee, das ist war bei mir ebenfalls der Fall Also gewesen. Ich hatte bei dem, erst was man auch lesen MDR geguckt konnte, und dann. ja, bei dem, was man lesen konnte, war, hat wohl Nader richtig gut angefangen. Pavlov kam wohl in der zweiten Kampfhälfte ganz gut rein, hat dann aber nicht gereicht. Entsprechend, glaube ich, passen auch die Scorecards, glaube ich, ganz gut dazu. Das ist so alles so im Bereich 8 zu 2 bis 6 zu 4 in Runden jetzt einfach nur gesagt. Also Sieg für Nader, der jetzt den IBF International Titel im Mittelgewicht hat und damit höchstwahrscheinlich bei den nächsten Rankings in die Top 15 rücken wird bei der nächsten Aktivierung bei der IBF. Was sowas natürlich sportlich genau bedeutet, ist immer, sei mal immer dahingestellt. Ne? Ich kritisiere das immer sehr, dass diese Gürtel so mehr oder weniger automatisch das Gleiche bedeuten. Selbst wenn jetzt, das soll jetzt für den Kampf nicht, für den Kampf jetzt hier direkt gelten, aber ich sage mal als Beispiel, kämpft jetzt die 57 gegen die 89 der Welt, würde kein Mensch denken, dass der Sieger zu den Top 15 gehört. Schmeißt du so einen Gürtel in den Pool, ist es plötzlich so. Zumindest im Ranking des Verbandes. Also ich muss auch sagen, so mit Markus Nader hätte ich persönlich so weit oben bei keinem mehr gerechnet. Da war es ja lange sehr ruhig geworden und nach seinen ja, engen Kämpfen damals um die Europameisterschaft hat man ja, hat er, glaube ich, dann auch bei Sauerland kein Land mehr gesehen, ja, wenn man das jetzt mal so blöd sagen darf. Und da hat er sich ja mit dem Roberto Santos gemessen, der ja damals auch zum Stolperstein wurde für Dominik Pritsch. Und ja, danach habe ich dann halt nichts mehr so großartig von ihm gehört, so für die nächsten 5 Jahre, obwohl er da immer geboxt hat, aber das war halt vollkommen unterm Radar. Und ja, auf der einen Seite freut es mich, auf der anderen Seite wird das auch jemand sein, wo gerade dann international bestimmt alle erstmal wieder maulen, was er da, ne, oben zu suchen hat jetzt. Und den kennt ja keiner international. Und wenn er dann aber auch so eine Leistung zeigt wie deines, wenn er seine Chance bekommt, dann könnte sich das ändern und vielleicht auch mal ein bisschen das Licht wieder auf Österreich scheinen. Das stimmt natürlich, aber ich sag mal, der Weg bis dahin ist natürlich noch weit. Ja, Ne? natürlich. Klar, Deines das hat dich steht ja außer zumindest schon mal Frage. zu einem Eliminator geboxt. Nader wird wahrscheinlich, ich spekuliere jetzt, irgendwo zwischen 13 und 15 reinrücken bei der IBF, wo Der hat momentan noch ja was dann vor sich. genau. Also das wird noch ein bisschen, das wird noch ein bisschen dauern. So, jetzt springen wir international nach Puerto Rico. Wir gehen zurück zum vergangenen Donnerstag, zumindest mal ganz kurz. Zur nächsten Card von Ring City USA. Mittlerweile muss ich sagen, also wenn die eine Card veranstalten, da bin ich ja wirklich immer begeistert dabei. Das ist wirklich einer wirklich ein toller Neuankömmling im Boxen in den letzten Monaten gewesen.
Und im Hauptkampf gab es im Leichtgewicht Alberto Machado gegen Angel Fierro, Puerto Rico gegen Mexiko. Das ist meistens, oder es hat zumindest eine große Tradition, das ist häufig ein Garant für gute Kämpfe. Und auch das war wirklich ein toller Kampf, fand ich. Also Fierro in den Runden 1 und 2 am Boden, nur um dann ab Runde 4 wirklich gut in den Kampf zu kommen und Machado wirklich wie eine Bahnschranke auszunocken in Runde 6 mit einer Linken. Und Wahnsinn. Ich fand auch Fierro, also für mich persönlich, wir haben zwar nur den K.O. des Monats, aber hätten wir den Jubel des Monats, hätte Fierro, glaube ich, gewonnen, oder? Wie der sich gefreut hat am Ende, das war ja wirklich großartig. Also herzerwärmend, möchte ich sagen. Das war wirklich wie aufgezogen. Ja. Also da hätte ich auch nicht gedacht, dass der nach 6 Runden und 2 Niederschlägen noch so hoch springt. Aber schon während der Referee noch gezählt hat, ist er ja schon die ganze Zeit in der Ecke so hoch gesprungen und so die Arme. Also ganz toll, er wirklich, der hat mich total begeistert. Und toller Sieg für ihn natürlich. Ne? Also gar keine Frage. Machado war der Favorit vor dem Kampf, ein ehemaliger Titelträger, auch wenn es nicht im Leichtgewicht der Fall ist, aber drunter im Superfeder. Und Dann war natürlich ein heftiges Ergebnis, vor allem nach dem Kampfverlauf. Ne? Ja. Also toller Kampf, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, da mal bei YouTube reinzugucken, wer es noch nicht gesehen hat. Genau, auch die, nur von mir noch ganz kurz, die restlichen Kämpfe auf der Card waren auch überwiegend sehr interessant anzusehen, auch wenn da jetzt kein großes K.O.-Geschehen mehr ansonsten gewesen war. Ich glaube, es gab nur noch einen Rückzug dann noch. Und schöne Location, also wer ein bisschen Urlaubsgefühl haben möchte, Puerto Rico mit Palmen im Hintergrund, also es war wieder draußen, also ich glaube, die kriegen einfach keine Halle. Oder das ist das Konzept, dass das immer draußen ist. Also das hat ja auch draußen gemacht in den USA, ne? Hat mir gut gefallen und einziger Wermutstropfen für mich, das sei noch erwähnt, die Marciela Cornejo, auf die ich immer eigentlich große Stücke gezählt habe, hat jetzt mittlerweile schon ihre 5. Niederlage erlitten. Und hat ganz überraschend verloren. Die hat zu keinem Zeitpunkt für mich in den Kampf gefunden. Das möchte ich auch mal erwähnen, um das Frauenboxen so ein bisschen einzubinden. Da war ich echt stark enttäuscht. Also das war der dritte Kampf, den ich mir von der Card angeguckt habe. Und zum Glück kam dann eben noch hier Machado gegen Fierro. Und da wurde ich dann wieder entschädigt. Das ist gut. So, ja, ab nach London. Wir sind viel unterwegs heute. Richtige Globetrotter hier, ne? da war ja einiges. Lawrence O'Coley gegen Krzysztof Glowacki, eben schon mal ganz kurz angesprochen, in der Wembley Arena in London. Live zu sehen auf The Zone natürlich in Deutschland, weil es als eine Matchroom-Veranstaltung. Es ging um den vakanten WBO-Titel im Cruisergewicht. Und ich muss sagen, ein Kampf, den ich sehr eng befunden habe im Vorfeld. Also so einige Sachen, die mir durch den Kopf geschwirrt sind im Vorfeld, sind nicht eingetreten. O'Coley für mich häufig der Langweiler in Person. Da hat er sich auch gemacht, muss ich sagen, was das angeht. Also was das Klammern angeht, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ich weiß, das ist immer noch nicht, der wird kein Actionfighter mehr, aber ich meine, im Vergleich zu dem, was ich so die letzten Jahre von ihm gesehen habe, und er war wirklich wahnsinnig gut. Also ich finde, Glowacki hat keine Sekunde im Prinzip gewonnen. Kann man, glaube ich, sagen. Und wurde in Runde 6 mit einer klassischen 1-2 zu Boden geschickt, ausgenockt. Ja, was soll man sagen? Also ich fand, Glowacki wirkte irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wirkte irgendwie sehr alt. Ja, so saft und kraftlos einfach. Ja, total. Also da war wirklich nichts. Der hat kaum mal irgendwie irgendeinen Versuch starten können. Der hat sich ja noch versucht, kleiner zu machen. Dann mit so mehr zu so mehr so Überfallschlägen gab es. Ja, genau, mit so Überfallschlägen, aber die halt irgendwie so überhaupt 0,0 irgendwie ein Ziel finden konnten. O'Coley ist natürlich mit 1,96 und der entsprechenden Reichweite, die wirklich fürs Cruisergewicht sehr, 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 sehr beachtlich ist. Ja. Der hat den Kampf auf der Distanz gehalten und Glowacki war vollkommen verloren, muss man sagen. Also ich fand auch, O'Coley hat eigentlich mit dem Jab immer getroffen und war immer so auf dem hinteren Bein. Und dann hat er so manchmal, nachdem er ihn so mit den Chaps so ein bisschen weich geklopft hat, hat er dann irgendwie dann, hauptsächlich fand ich so, hat die rechte Gerade das Ganze ja geklärt. Ne? Also so, klar gab es auch Haken, aber dann kam dann mal so von hinten so die rechte Gerade reingeschnellst und das war wirklich, das war dann schon ein Klassenunterschied, fand ich. Also Glowacki natürlich, sagt sich jetzt so leicht. Ich war ja auch bei dir und hätte gedacht, wir erleben da eine Überraschung. Er war ein Schatten seiner selbst irgendwie. Und und O'Coley war eigentlich nie im Infight. Ja. Und hat, also der Jab und die rechte Gerade, mehr hat er irgendwie nicht gebraucht. Und das fand ich dann schon angesichts des Gegners, den man anders erwartet hat, schon sehr beachtlich.
Auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, also der hat jetzt den WBO-Titel, hat ein bisschen Musik ins Cruisergewicht gebracht, wo es ein bisschen ruhiger wurde zuletzt. Will direkt vereinigen, auf jeden Fall. Das hat er auch sofort gesagt. Mayres Briedis kam direkt ein bisschen ins Gespräch. Ne? Klar, Briedis bei Sauerland. Okoli bei Matchroom, die kooperieren ja öfters gerne mal. Das würde durchaus, glaube ich, gut möglich sein. Wie das jetzt, wie wahrscheinlich das mit Makabu oder vor allem Gulamirian aus Frankreich, der ja vor allem nur in Frankreich boxt, glaube ich, wird schwierig. Aber Okoli will langfristig oder mittelfristig, wie man auch immer man das nennen will, ins Schwergewicht, hat er direkt gesagt. Und fände ich interessant, muss ich sagen. Also mal gucken. Das ist. Also dafür, dass ich vor 2 Jahren oder sowas mal gedacht habe, boah, den guckst du dir nicht mehr an. Wird sicherlich nicht mehr einer meiner Lieblingsboxer, aber der hat doch eine durchaus beachtliche Entwicklung auch genommen. Ja, also da wird dann noch drüber zu reden sein, wenn er im Schwergewicht ist. Da habe ich auch eine Meinung dazu, die ich jetzt noch nicht kundtue, aber ja, ist auf jeden Fall ein klarer Weg, den er da anstrebt und auch nachvollziehbar, absolut. Es Ja, auf läuft ja jeden gut im Fall. Cruisergewicht. Also, Ja, das ist ein logischer natürlich. Schritt. Ja, vor allem bei der Körpergröße natürlich auch, Eben. ne? Da, das. 1,96, ab geht die Post. Ja. Ja, absolut. So, und dann geht es zu meinem persönlichen Kampf der Woche in die Dickies Arena in Fort Worth in Texas in den USA. Virgil Ortiz Jr. gegen Maurice Hooker. Ortiz vor seiner größten Prüfung gestanden vor dem Kampf. Natürlich übrigens auch bei DAZN immer noch zu sehen im Weltergewicht. Und es ist auch im Nachhinein für mich der Kampf der Woche. Also, ich fand, es war eine richtig harte Schlacht. Also, für mich persönlich war es der beste Kampf der Woche. Und was ich beachtlich fand, Ortiz gewinnt, das war schon mal gesagt, durch TKO in Runde 7. Wie ich gerade noch gelesen habe, vor wirklich ein paar Minuten, bevor wir aufgezeichnet haben, ist bestätigt, dass Hooker sich die rechte Hand, die Schlaghand gebrochen hat. Brian McIntyre, sein Trainer, hatte das getwittert. Wird wohl jetzt erstmal, ja, 2 Monate kompletto raus sein. Also. Hooker, ja, ist zwar jetzt auch kein Weltergewichtler prinzipiell, sondern kommt ja aus dem Halbwelt, da hat er dann einen Titel schon mal getragen, also ein Ex-Champ, der auch eine gute Leistung gezeigt hat. Das war ja eben das Gute für den Kampf, aber Ortiz fand ich also unter mehreren Aspekten beeindruckend. Einmal wirklich, was der lokal schon für ein Star ist, also das hätte ich ihm ehrlich gesagt nicht gedacht, Das hat mich auch dass. überrascht, ja. Ja, also dass der in Texas schon wirklich so Leute in die Halle zieht, unter anderem auch Terence Crawford und Errol Spence, das finde ich ja auch beachtlich, muss ich sagen. Die sind ja, keiner von denen ist ja bei Golden Boy, was ja der Promoter war, ne? Dass die beide da hinkommen, sozusagen zu sagen, okay, wir wissen, dass da einer kommt, ne? Ein Junger kommt, der einiges reißt, mit einer 100% K.O.-Quote, steht ja jetzt bei 16-0 mit 16 K.O.s. Und hat einfach das, was bei Ortiz halt einfach so beeindruckend ist, finde ich, also der setzt wirklich nicht jeden Schlag volle Wucht, habe ich den Eindruck, ne? Also da ist wirklich kein Schlag dabei, mit dem er dir nicht wehtun will. Und deswegen wird er natürlich auch getroffen, das sah man auch im Gesicht am Ende. Also Hooker hat ja wirklich gut mitgeknallt teilweise, aber Ortiz ist echt, das ist schon ein fieses Paket. Der Junge ist erst 22, ne? Also da ist noch wirklich Entwicklungspotenzial. Wie hat er dir denn gefallen? Ja, also das vergisst man irgendwie sehr schnell, dass er 22 ist. Also A, wirkt er irgendwie älter schon, ja. Aber auch von der Leistung her hätte man jetzt nicht unbedingt annehmen müssen, dass er gegen so einen Ex-Champ da so abliefert. Und ja, also du hast mir den ja empfohlen. Ich habe mir ja dann die letzten drei Kämpfe dann nachträglich reingezogen und bin jetzt auch da ein bisschen dabei und überzeugt von ihm, nachdem ich ihn halt vorher einfach nicht so auf dem Schirm hatte. Und ja, das war schon wieder beeindruckend. Ja, aber es war auch gut, dass Hooker ihm auch ordentlich ein paar hier und da mal mitgegeben hat, damit man jetzt halt auch mal sieht, wie ist das denn gegen so einen Ex-Champion, der schon auch eine ganz gute Schlagkraft hat, so. Das muss er halt auch mal lernen, ja, damit er dann nicht an die jetzt an die ganz Großen dann rankommt und das nicht kennt bei seinem Stil, wenn man auch harte Hände nimmt. Und da hat er sich auch gut verkauft, so vom Kinn her. Und Ganz genau, ja. toll, Ja, toll, weil. ja. Also ärgerlich für Hooker natürlich, dass er sich die Hand gebrochen hat, aber letzten Endes wäre er dann halt etwas später K.O. gegangen. Also ich glaube nicht, dass er den Kampf bis in die 12. erlebt hätte.
Wahrscheinlich nicht, vor allem, weil er ja am Ende der sechsten schon durchaus gut getroffen runter musste. Ja. Aber ich habe ihm zwischendurch halt zum Beispiel auch die dritte und die vierte gegeben. Also ich fand, ja, dass er wirklich gut im Kampf war, dass er auch echt ein paar tolle Momente hatte. Und das war auch ein super Kampf wirklich für den Lernprozess, wie du es schon richtig sagst. Also das hat der Entwicklung von Ortiz 100-mal mehr gut getan als irgendein Typ, der, ne, der nach 2 Runden die Segel streicht. Er hat ja selbst dann direkt Crawford herausgefordert, auch De La Hoya, sein Promoter, sagt natürlich, dass er da schon für bereit ist. Sehe ich persönlich, so toll ich ihn auch finde, nicht so. Ich würde persönlich sowas, ich sag mal, ich hatte mir zwar als 2 mögliche Namen, die ich gerne sehen würde, sind jetzt so Jesse Vargas oder Egidius Kavaliauskas. Also das wären so 2 Namen, das wären, glaube ich, gute Schritte. Das wär, wären auch gute Kämpfe. Das wären also auf jeden Fall gute Kämpfe. Für die Zuschauer. Ja. Ja, definitiv. Ne? Und wenn er die besteht, auch dann würde ich vielleicht, wie gesagt, er ist erst 22, er hat ja Zeit und er ist ja auch durchaus aktiv. Wenn er solche Leute aufschlagen kann, dann würde ich vielleicht so jemand wie Danny Garcia vielleicht mal oder sowas erstmal in den Ring holen. Mhm. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Crawford sucht ja wirklich immer händeringend einen Tanzpartner, solange er bei Top Rank jetzt noch ist. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob nicht vielleicht sogar Golden Boy da in die Versuchung kommt. Aber auch wenn er den Kampf wagen sollte gegen Crawford und selbst wenn er gegen den verlieren sollte, ist das auch kein Beinbruch, meiner Meinung nach. Ja, andererseits hat natürlich im Leichtgewicht Teofimo Lopez gezeigt, dass auch jemand, von dem es niemand erwartet hätte, also natürlich hoch veranlagt, aber jeder hätte trotzdem gedacht, dass er nicht gewinnt, gewinnen kann, ja, gegen die absolute Nummer 1 und Pound for Pound, ja, also Lomachenko, ja. Lomachenko, also das ist ja auch ist ja auch schon eingetreten, jetzt erst vor kurzem. Das stimmt. Von das daher stimmt. Keine sollte Frage. Man das nicht komplett ausschließen, dass da die Überraschung drin ist. Ja, also wo du das jetzt auch gerade nochmal ansprichst, wenn ich gerade mal so überlege, Lopez, Davis, Haney, Ryan Garcia, Stallkollege von Ortiz, dann Jaron Ennis, der jetzt im April gegen Sergei Lipinets ähnlich einen wirklich guten Mann boxt, sein bislang bester Gegner. Also ich muss sagen, gerade also allgemein natürlich, aber auch gerade so zwischen Leichtgewicht und Weltergewicht kommt da wirklich eine Flut an Spitzenleuten in ganz jungem Alter auf uns zu, die, wenn alles gut läuft, uns wirklich ein paar tolle Jahre bescheren können. Also richtig gut. Da muss man dazu sagen, das ist natürlich für alle amtierenden Champions, ne? Das ist natürlich ist jetzt die Jagdsaison so ein bisschen eröffnet, habe ich den Eindruck. Und zum Glück. Zum Glück natürlich. Also das wird dann auch immer spannend, aber so, weiß ich nicht, ewig viele Titelverteidigungen und sowas, ja. Also da muss jeder durch gute Kämpfe bestechen, aber er wird auf keinen Fall sein Vermächtnis darauf aufbauen, dass er möglichst oft den Titel verteidigt hat. Außer er boxt natürlich gegen Leute, wo man sagt, also den Kampf wollen wir nicht sehen. Aber ansonsten glaube ich, da werden wir nicht mehr so lange Titelregentschaften erleben, sondern viele Titelwechsel. Das kann durchaus sein, absolut. Ja, also da muss man auch mal gespannt sein, weil dazwischen ist ja auch noch so Leute wie Josh Taylor oder so. Das sind jetzt keine alten Leute, die dazwischen noch sind. Progray, der da noch kommt. Also Spence Crawford, das ist das hat eine Menge Potenzial, denke ich. So, kommen wir zur Vorschau und beginnen wir am Donnerstag, bleiben wir in der Chronologie diesmal, zumindest ganz kurz. Es ist nämlich wieder Ring City USA Zeit und wieder in Puerto Rico. Ich gehe mal davon aus, dass sie wieder draußen sein werden. Im Hauptkampf diesmal ein Damenduell und da gleich mit einer der besten, die es gibt, Pound for Pound, nämlich Amanda Serrano gegen Daniela Romina Bermudez. Es geht um die WBC und WBO-Titel im Federgewicht und es ist laut Boxrec-Liste die Boxrec 1 im Superbantam, Bermudez gegen die Boxrec 1 im Feder. Ja. Habe ich Superfeder eben gesagt? Ich meinte Federgewicht, falls ich Superfeder gesagt habe, sorry. Ja. Also, es ist die Boxrec 1 im Superbantam gegen die Boxrec 1 im Feder und das ist dann wirklich schon ein Topkampf. Das kann man nicht anders sagen. Serrano wird sicherlich Favoritin sein. Ich kann zu Bermudez ehrlich gesagt nicht viel sagen. Die hat den IBF-Titel im Superbantam. Aber beim Matchmaking, was Ring City die letzten Wochen und Monate an den Start gesetzt hat, muss ich sagen, da bin ich ganz guter Dinge, dass das auch ein guter Kampf wird und auch die Undercard sieht nicht so schlecht aus. Mhm. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also freue mich auf den Kampf, ja, den Tanz der Damen, um das jetzt mal so ein bisschen poetisch geschwollen da auszudrücken. Also ich glaube, das wird echt eine gute Nummer. Die Bermudez hat zwar nicht so die K.O.-Quote wie Serrano, aber hat auch die letzten 3 oder 4 Kämpfe, wenn ich jetzt gerade bei Boxrec nochmal anschaue, alle vorzeitig gewonnen. Also die hat da einen Lauf.
Ich glaube, da gibt es ordentlich Feuer im Ring. Ja, ich vertraue den Matchmaker, da muss ich sagen, mittlerweile ist er ja. So, dann gibt es noch eine wirklich interessante Card in Russland, vor allem mit einem spannenden Hauptkampf, wie ich finde, nämlich im Cruisergewicht kommt es zum Duell zwischen Jewgeni Tischtschenko und Tabiso Umchunu in der RCC Boxing Akademie in Jekaterinburg. Ja, und das ist insofern wirklich ein guter Kampf, weil für Tischtschenko ist es erst der 9. Profikampf. Der wird schnell aufgebaut, der ist auch schon 29. Rechtsausleger, schon die 20 bei Boxrec nach gerade mal 8 Profikämpfen und er ist Olympiasieger von 2016 im Schwergewicht gewesen. Kommt rein mit 8-0, 6 K.O. Und Nchunu ist halt einfach wirklich ein harter Veteran. Also, das ist der Mann, der zuletzt die Karriere von Denis Lebedev beendet hat. Der ist ein absoluter Top-Mann, er ist ein Top-10-Mann im Cruisergewicht. Südafrikaner 33, also jetzt auch nicht uralt oder sowas. Ebenfalls Rechtsausleger 22-5. Mit 13 K.O., ehemaliger afrikanischer Meister, hat bei Titelchancen dann, hat es dann nicht gereicht. Ich erinnere mich noch gegen Makabu hat er mal Ja, einen den Kampf habe ich sensationellen auch Kampf gesehen, ja. gehabt. Das war ein super Kampf. Da hat er sogar nach Punkten geführt, als er ausgenockt wurde in Runde 11. Also, das ist echt eine Herausforderung für Tischchenko und da freue ich mich wirklich drauf. Das ist eine echt starke Ansetzung. Ja, also ich muss auch noch dazu sagen, das ist jetzt wieder so ein bisschen so ein kleiner Insider, aber wer den Wilberforce Tshehepo, an dem sich damals Arthur Abraham an dem Kopf, glaube ich, die Hände gebrochen hat, so wie sein Kiefer damals, ja, der war ja unausnockbar, der Mann. Und den hat der Mushunu jetzt in Runde 1 so bearbeitet, dass er nach der zweiten Runde gesagt hat, er tritt nicht mehr an. Und jetzt Allerdings würde natürlich man im den. großer Gewicht, nicht Ich mehr im wollte gerade Supermittel, sagen, ne? Aber ja. das spricht schon Bände. Also viele haben den nicht ausgenockt. Das waren nur vier. Und da ist er mit dabei, ja. Also nicht ausgenockt, aber halt so bearbeitet, dass er aufgegeben hat. Und ich muss wirklich sagen, das ist The Rock. Das ist schon ein Kampfname, der Bände spricht für ihn. Den sehe ich gerne und ich glaube, das ist auch eine richtige Aufgabe für den Russen. Muss man mal sehen, ja. Wenn er natürlich Gute als Ansetzung, ja. ehemaliger Olympiasieger und so von dem Aufbau her da abliefert, dann wird das vielleicht auch ein vorzeitiges Ende, aber das ist schon ein Prüfstein. Muss man sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist so ein Prüfstein, dass man sagen kann, wenn er den überzeugend schlägt, dann ist er im Prinzip schon fast bereit für einen Titelkampf. Also wer soll denn da dazwischen noch kommen? Ja. Ne? Weiß ich nicht, Dortikos vielleicht noch oder so. Aber also wirklich, da kannst du an einer Hand abzählen. Wenn noch nicht mal, ich glaube noch nicht mal. Also Chunu steht richtig gut da und für den wäre natürlich auch ein Sieg eine Sensation. Also der würde dann ziemlich sicher auch noch mal eine WM-Chance Ja, kriegen. Top-Sache, gerade bei Das seinem ist Kampfrekord, ja. Ja, das ist wirklich eine tolle Ansetzung. Also die Russen, die machen da auch echt einen guten Job. So, und dann kommen wir ja zu unserem Kampf der Woche jetzt in der Vorschau. Das zweite große Thema der Woche, natürlich das Rematch, der Rückkampf zwischen Alexander Povetkin und Dillian White. Ich glaube, durchaus einer der am mit Spannung erwartetsten Rückkämpfe der letzten Monate. Auf jeden Fall, ja. Ne, im Schwergewicht geht es um den WBC Interim-Titel, der allerdings keinerlei Bedeutung im Prinzip hat. Denn Kannst du dir wichtiger nicht ist hier, verkneifen? Da nee, bist kann ich nicht mir nicht müde, es zu verkneifen. Es sagen, ist ja so. ja. Es Ja, ist ja so. natürlich, klar. Wir haben Joshua gegen Fury gleich noch in den News mal kurz. Ja. Wen interessiert denn dieser Gürtel? Ja, das stimmt schon. Ne? Also Ja. der kann, weiß ich nicht, der kann von mir aus bei Wettkin die Hose oben halten. Ende. Ja. So, also wir haben auf jeden Fall zwei klare Top-10-Leute im Schwergewicht und das ist meistens eine gute Sache. Der erste Kampf, ja, Julius, du wirst dich genauso gut erinnern wie ich, hat ein K.O. des Jahres Contender gehabt und Ja. irgendwie auch ein Kampf des Jahres Contender. Kann man fast sagen, Ich glaube, ich habe ihn Povetkin. ja sogar zum K.O. des Jahres gewählt. Richtig, hattest du, Ja, genau. Ja. genau. Povetkin, der in Runde 4 zweimal am Boden war, um dann in Runde 5 zurückzukommen mit dem Uppercut aus der Hölle Ja, quasi. was für ein White Knaller. brutal auszunocken. Und jetzt ist die Frage, was passiert in Gibraltar eben beim Rumble on the Rock? Povetkin ist 41 mittlerweile, hatte eine Corona-Erkrankung, die nicht ernsthaft gewesen sein soll, aber mit der er im Krankenhaus war zwischendurch mal. Ja, das sollte Der man Kampf nicht musste. vergessen. Da, also Genau. ich hoffe wirklich sehr, dass er nicht in einer Klovatzki-esken Verfassung ist. Weil das wäre Ja, das. natürlich für so einen zweiten Kampf, den man sehen will, absolutes Gift. Dann wird das Ja. nämlich, bah, also das will ich nach dem ersten Kampf nicht, dass das so irgendwie dann dahin plätschert. Ja, Ja, ich glaube, dann schießt White den einfach nur ab. natürlich, aber Ne? Aber ja. es Also, hat ja davon das. gelebt, dass es dann irgendwie so ausgeglichen und dann mega überraschend wurde. Ja.
Ja. Also, ja, genau. Also, White war schon. Das ist ja eben das Besondere, ne? White ist jetzt auch wieder Favorit. White war ja auch eigentlich der bessere Mann. Bis zu diesem. Also, Povetkin war sicherlich eine Zeit lang im Kampf, aber als in Runde 4 Povetkin in die Ecke gewackelt ist im ersten Kampf, habe ich gedacht, das Ding ist sofort vorbei jetzt gleich. Also, der sah für mich schwer in Nöten aus. Und dass der dann nochmal so zurückkommt, war wirklich, fand ich sensationell. Und hat damit eine 11 Kämpfe lange Siegesserie gestoppt von White, das muss man auch mal sagen. Ne? Und bei White muss man natürlich auch dazu sagen, wie hat er den DKO verkraftet? Denn Ja, das ist ja auch nicht stimmt. mal eben Das so. sollte man auch nicht vergessen, ja. Ja. Er tut das so ab, aber das wird für ihn auch nochmal eine Prüfung sein, ja. Weil er ja jederzeit jetzt weiß, dass Povetkin mit dieser, mit diesem Aufwärtshaken gefährlich sein kann und vielleicht boxt er dann zögerlicher oder wird es ein ganz anderer Kampf. Man weiß es halt nicht. Das macht das ja auch so spannend, ja. Weil Genau, Povetkin hat ja den Aufwärtshaken den ganzen Kampf vorher probiert und nicht gelandet. Und wenn man jetzt, also so schätze ich White nicht ein, aber wenn er jetzt jedes Mal Schiss hätte, sage ich jetzt mal, genau. dass er sich wieder so eine fängt und dann ergeben sich natürlich für Povetkin ganz neue Möglichkeiten. Richtig, richtig. Und wir wissen ja auch, White ist durchaus anfällig schon immer gewesen für Aufwärtshaken. Ne? Von Joshua mit dem Aufwärtshaken ausgenockt. Oscar Rivas hatte ihn am Boden mit dem Aufwärtshaken. Povetkin, das war jetzt auch ein Aufwärtshaken. Also offensichtlich ist da einfach in seiner Defensive eine absolut böse Lücke. Und wir wissen, Povetkin, auch wenn er jetzt 41 ist, der ist technisch. Das ist technisch ein herausragender Typ immer noch. Ne? Das ist ein bestausgebildeter Boxer. Bestens ausgebildeter Boxer. Das ist ein Mann, der hat so einen Schlag, glaube ich, eigentlich immer im Portfolio. Das hat man ja im ersten Kampf gesehen. Und ich bin gespannt. Also, es ist, für beide ist es immens, immens wichtig. Also, sollte White in einem guten Kampf, also in einem Kampf, in dem Povetkin auch seine Momente hat, gewinnen, dann könnte ich mir sogar ein Rematch vorstellen. Also, ein drittes, das Rubber-Match quasi, den dritten Kampf. Denn ja, ein Titelkampf ist mehr als unwahrscheinlich, ne, solange Fury und Ja, da Joshua müssen sich beide noch noch ziemlich verbandelt hinten sind. anstellen, ja. Ja, und sollte Povetkin nochmal gewinnen, dann ist natürlich für ihn auch plötzlich, also was für ein Revival der Karriere nochmal am Ende, ne, auf die alten Tage, muss man sagen. Ja, das stimmt. Also ich bin sehr gespannt. Auf The Zone ab 20 Uhr live und ich denke, das Aus kann, also wenn deutscher Sicht Povetkin. vielleicht auch noch interessant, weil Erik Pfeiffer auf der Undercard steht. Als Richtig, Schwergewichtler, ja. war ja zuletzt auch im Trainingscamp mit White gewesen und White hat ja, sich sehr positiv geäußert, hält da große Stücke auf ihn und der trifft auf den Briten Nick Webb mit 16 und 2. Das ist auch, ja, würde ich mal sagen, in England so ein relativ bekannter Mann, ja, ist im englischen Ranking im Schwergewicht die 11. Ja, hat allerdings, den Kampf habe ich gesehen, damals überraschend gegen Kamil Sokolowski, also ich werde nicht müde, den Namen zu nennen, durch TKO in Runde 3 verloren. Und ja, aber seitdem dreimal wieder gewonnen. Und ich denke, das wird ein spannender Kampf, aber da ist für Pfeiffer einiges drin. Auch wenn er Ja, natürlich also. deutlich weniger Profi-Erfahrung hat, aber ich schätze ihn so ein, dass er den schon abschießt. Also Webb auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil er dieses Ultimate-Boxer-Turnier, ne, das was früher mal war, ist so ähnlich wie früher das Prizefighter-Turnier, also mehrere Kämpfe an einem Abend, drei Runden, das hat er ja mal gewonnen in England, vor 2 oder 3 Jahren, weiß ich jetzt gerade nicht, aber das ist auf jeden Fall beachtlich, das hat ihn Genau, also auch. daher rührt seine Beliebtheit. Ja. Genau. Und jetzt wollen wir uns hier nicht so komplett verrennen, also es sind wirklich viele coole Kämpfe auf der Undercard und im Co-Main Event. Aber auch für mich interessant, wie sich Fabio Wortley gegen Eric Molina präsentiert im Vergleich zu von Sauerland. Hrgović. Hurgovic, ganz genau. Ich ringe Ja. heute nach den Namen. Ja. Ja, aber ein Satz noch zu Pfeiffer. Also ich freue mich wirklich, dass nach der Nummer mit Dubois und Frank Warren, Ja. dass der jetzt in England nochmal eine Chance kriegt. Ne? Genau. Das ist toll, das freue ich, das rechne ich auch Matchroom hoch an und ich glaube, das ist für EC-Boxing echt eine gute Sache. Also finde ich richtig klasse. Und interessant auf jeden Fall auch Campbell Hatton, der Sohn Stimmt. von Ricky Ja. Hatton, gibt sein Profidebüt. Da werde ich auch ganz gespannt sein, wie das abläuft. Das ist ja durchaus auch ganz interessante Nummer. Und dann haben wir noch, natürlich noch Ted Cheeseman gegen James Metcalf. Das ist der wirkliche Co-Main Event. Genau. So, dann kommen wir zu den News.
Fury gegen Joshua hatten wir eben schon mal ganz kurz angesprochen. Da kam eine News, ja, kurz, muss man sagen, oder nicht lange nach unserer Aufnahme letzte Woche. Das war ein bisschen unglücklich. Das Timing hat nicht so ganz gestimmt in dem Fall. Eigentlich eine ziemliche Breaking News sogar, auch wenn man im Nachhinein sagen muss, ja, gut, finde ich zumindest. Denn, ja, Eddie Hearn hat ausgeplaudert, ich glaube, so muss man das sagen, dass die Verträge unterschrieben sind für zwei Kämpfe zwischen Tyson Fury und Anthony Joshua um die unumstrittene Weltmeisterschaft im Schwergewicht. 50-50 die Börsen im ersten Kampf, 60-40 aus Sicht des Siegers, aus Sicht des Siegers des ersten Kampfes für den zweiten Kampf. Die Frage ist, was heißt das genau? Denn Frank Warren zum Beispiel, der ja Co-Promoter von Fury ist, der kam ja nicht lange später raus und sagte dann direkt so, ja, also erstmal war er nicht begeistert, dass Hearn das ausgeplaudert hatte und zweitens dann auch direkt ein bisschen auf die Bremse getreten hat. Denn, ja, das muss man schon sagen, also Ort und Datum fehlen noch und vor allem der Ort ist natürlich nicht so einfach. Ja, das stimmt. Also zur Not sehe ich die auch schon fast in Gibraltar boxen. Ja, das hat ja dann wenigstens noch irgendwie einen englischen Anstrich, aber Zuschauer wird dann natürlich schwierig, ja. Ja, also ich bin fast sicher mittlerweile, dass wir irgendwo im mittleren Nahen Osten unterwegs sein werden. Ja. Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Also, oder in Texas. Vor 70.000 ohne Maske. Kann natürlich auch sein. Da kommen wir auch nochmal gleich drauf. Ja, da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja. Das theoretisch ginge natürlich auch. Also ich glaube, USA ist auch noch mit im Rennen, aber ich glaube, dass schon so Saudi-Arabien, vielleicht auch Katar oder keine Ahnung was, die nennen irgendwie ja nicht wirklich sowas. Die Länder, aber das sind noch ein paar im Rennen. Und solange da nicht wirklich was um die Ecke kommt, was die entsprechende Betrag als sogenannte Side-Fee, also quasi für die Austragung, dass der Ort für die Austragung was auf den Tisch legt, was garantiert neunstellig sein muss, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Das stimmt. Aber also ich bin auch wirklich sehr überrascht gewesen, dass jetzt die Tinte auf den Verträgen trocken sein soll. Ja, damit habe ich ja nicht gerechnet. Das ist ja unsere Diskussion seit unserem Ausblick auf 2021, da ich gesagt habe, im Leben kommt der Kampf nicht. Also es ist eine wichtige Hürde, aber man sollte sich auch jetzt nicht zu früh freuen, ja. Genau. Würde ich sagen. Ja, dann haben wir noch eine ganz interessante Karte, die jetzt angekündigt wurde für den 1. Mai. Es kommt jetzt doch zum Duell zwischen Derek Chisora und Joseph Parker. 2019 ja mal ausgefallen, weil ein Spinnenbiss Parker nicht zu Spider-Man machte, aber zumindest für den Kampf aus der... Seitdem ist er wieder die Rankings hochgeklettert, aber nicht die Häuser. Genau. Ja. Genau. Jetzt kommt der Kampf doch. Ich finde, das ist eine spannende Ansetzung, das ist eine gute Ansetzung. Das ist auch eine Ansetzung, die schön Trash-Talk-Potenzial hat im Vorfeld. Ja. In London, wenn die Location ist noch nicht genannt worden, aber ja, wenn es ohne Publikum ist, wahrscheinlich wieder die Wembley Arena, Matchroom-Veranstaltung. Wird auch garantiert auf The Zone zu sehen sein, das sei schon mal. Ja, davon gehe ich auch aus. Parker war ja zuletzt zu sehen. Ja, also Matchroom ist ja immer auf The Zone. Ne? Ja. Und von daher kann es eigentlich nicht anders sein. Und die Undercard, ich hatte dir direkt geschrieben, als ich es mitgekriegt hatte. Ja. Da hast du ja, ich weiß nicht mehr, wie war dein Ausdruck nochmal zur Undercard? Oder also das ist irgendwie, da sind prominente Namen dabei, aber es ist alles für mich so ein bisschen so eine müde Nummer. Ja? Also wir waren uns dann einig, dass das ja eher Name-Dropping ist als interessantes Matchmaking. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da viele, ja, weiß ich nicht. Also das ist, ich kann dir jetzt den genauen Wortlaut von vor ein paar Tagen alles gut sagen, aber also, ich war auf jeden Fall unterwältigt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich sag mal so, ich ruder ein bisschen zurück, zumindest was zwei der vier Kämpfer angeht. Also ich finde, Chisora gegen Parker ist wirklich eine gute Ansetzung der, ich nenne sie mal, dritten Reihe. Ja. Ich persönlich würde jetzt nicht sagen, dass man, also nach den Leistungen, die Parker zuletzt gezeigt hat, würde ich nicht sagen, dass der klare Favorit gegen Chisora ist. Nein, auf keinen Fall. Und Natasha Jones gegen Katie Taylor, das ist der Co-Main-Event um die unumstrittene Weltmeisterschaft im Leichtgewicht. Cooler Kampf. Das ist meiner Meinung nach auch ein cooler Kampf. Und dann sind es schon mal zwei. Ich bin aber absolut bei dir, dass Dimitri Bivol, seine Titelverteidigung der WBA im Halbschwergewicht gegen Craig Richards, das ist wirklich, also da schlafen mir fast die Füße ein, muss ich ehrlich sagen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, also wenn es nicht bei The Zone wäre, würde ich mir nicht die Mühe machen, das irgendwo einzugeben. Ja, kann ich nachvollziehen, denn das Problem ist ja auch noch, oder mit ein Problem ist ja auch noch, dass Bivol auch noch so ein Typ ist, der schießt so einen Gegner dann auch nicht ab, weißt du? Mm. Der schleppt den dann auch gerne nochmal, Dreiviertel Kampf, sage ich mal, mindestens. Und dann, ja,
zumindest aus der Warte ganz interessant. Es ist Chris Eubank Juniors erster Kampf unter Sauerlandflagge. Ja. Aber Marcus Morrison ist auch so ein bisschen, also da habe ich auch eine höhere Hoffnung gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Also zwei Kämpfe, die ich cool finde, zwei Kämpfe, von denen ich sehr enttäuscht bin. Unterm Strich bleibt also eine 5, gerade auch was dein Main Event angeht, ich kann dich da gut verstehen, dass das eine interessante Ansetzung ist, aber nach dem letzten Kampf von Parker habe ich auch richtig Schiss, dass das ein Stinker wird, muss ich sagen. Also, das kann sein. Das ist wirklich nach diesem Engtanz da gegen Junior Farr, wo wir uns beide durchgequält haben und das Problem ist halt, dass Chisora immer nach vorne geht, immer in den Infight geht und wenn er da jedes Mal abgekuschelt wird und dann wird das ein ganz fürchterlicher Kampf zum Angucken. Ja, das ist meine große Angst. Also ich wünsche mir, also ich bin tatsächlich parteiisch und wünsche mir einen K.O.-Sieg von Chisora, damit wir was zu sehen bekommen. Ja. Aber jetzt haben wir schon wieder viel drüber gequatscht, obwohl das erst am 1. Mai ist. Ja. Ja, deshalb würde ich sagen, eilen wir mal weiter jetzt nach Texas tatsächlich zu den 70.000, die potenziell ins AT&T Stadium in Texas kommen sollen, zum Kampf von Canelo Alvarez gegen Billy Joe Saunders. Und da muss ich jetzt gleich auch mal noch weiter hier so ein bisschen in meinem in meiner Schimpftirade bleiben. Ich finde das unverantwortlich. Also ich weiß nicht, wen die alles schon geimpft haben sollen, dass das in Ordnung ist. Ich kann das nicht für gut heißen. Angeblich ja auch seit dieser Woche in Texas keine Maskenpflicht mehr. Und für mich kann es da keine zwei Meinungen geben. Also nicht mal die Hälfte würde ich in das Stadion reinlassen. Also eigentlich passen ja 100.000 rein, ja. Ne? Damit lassen sie ja schon Platz. Wow, ja. Super. Also ich kann nichts über das Impfgeschehen sagen oder was auch immer. Also Texas ist ja durchaus lockerer in vielen Sachen. Ich habe keine Ahnung, also wie das Impfgeschehen genau aussieht, was mit vielleicht mit negativen Tests oder was auch immer ist, aber 70.000 ist wahrlich, also es ist, das sei mal direkt dazu gesagt, natürlich das größte Boxpublikum seit der Corona-Pandemie, ja. Logischerweise. Klingt auf jeden Fall, gerade wenn man sich so die letzten Sachen so angeguckt hat, oder zum Beispiel auch am Wochenende in Texas Ortiz, davor die Woche in Texas Gonzalez gegen Estrada, da waren, ich glaube, immer so 3.000, 4.000 zugelassen in so 15.000er Hallen. Da klingt 70.000 bei 100.000 jetzt natürlich schon ziemlich, das eskaliert auf jeden Fall, ja. Also wenn das jetzt irgendwie so eine Börsenkurs wäre. Das stimmt. Hoffentlich läuft er dann nicht parallel zu den Infektionszahlen. Ja, warten wir mal ab. Das sei jedem gewünscht. Warten wir mal ab, ja. So, und dann noch eine Nachricht aus Deutschland von Argon Sports. Der Berliner Boxstall von Ingo Volkmann trennt sich von Adam Amkadov, der jetzt zweimal hintereinander gegen Thomas Piccirillo verloren hat, jetzt schwer durch K.O. gegangen ist im Ende Februar bei der Veranstaltung. Offizielle Begründung ist ein, in Anführungszeichen, Überangebot an Mittelgewichtlern im Team, aber auch noch der Satz gefallen, darüber hinaus sehe Argon keine reellen Chancen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen und zumindest mit dem letzten Satz, glaube ich, kann man schon konform gehen. Wenn man immer mal wieder hörte, wie undiszipliniert doch Amkadov ist, auch wenn sicherlich Talent vorhanden ist, aber wenn die Arbeit nicht getan wird, ist schwierig. Also noch ein sehr junger Typ, deshalb kam das zumindest für mich überraschend, muss ich sagen, ja, und nach so einem Stallduell ist das natürlich immer was, ich glaube, da hatten viele ja immer so ein bisschen Angst davor, deshalb auch in Stallduelle zu gehen, wenn dann für einen eben die Zukunft bei dem Stall zumindest erstmal zu Ende ist. Und also ich würde sagen, das ist bitter für Amkadov, aber er kann sich ja tatsächlich noch irgendwo anders vielleicht präsentieren und da, also mit 20 ist ja auch noch genug Zeit, um vielleicht nochmal die Arbeitshaltung zu überdenken, falls das jetzt das Problem ist. Aber das Überangebot im Mittelgewicht haben wir ja tatsächlich beim Stallcheck auch angesprochen. Also, dass alle irgendwie so zwischen Supermittel und Halbmittel sich irgendwie abspielen dementsprechend ist das ja dann doch mal so eine Entwicklung, die wir so ein bisschen zumindest vorausgesehen haben. Ja, dass wir gesagt haben, komisch, dass die alle beibehalten wollen. Ja, und jetzt geht doch mal einer. Richtig, ja, absolut. Ja, gutes Stichwort, Julius. Stallcheck, wir gehen zu Fächersport, einem noch
eher junge, also verhältnismäßig jüngeren deutschen Promoter aus Karlsruhe, in Karlsruhe beheimatet vor allen Dingen. Ja, ein Stall mit, wir orientieren uns jetzt an der Website, ja, weil ich glaube, das ist das Einfachste, das ist jetzt der offizielle Weg. Und ich glaube, damit kann man jetzt nicht viel falsch machen. Aktuell 10 Boxern im Programm, ganz wilde Mischung eigentlich. Mhm. Auf allen Dingen auch ein Fokus legend auf die Ukraine und Russland. Und wie ich auch finde, absolut, das werden wir gleich erörtern, ein paar sehr, sehr spannende Namen. Mhm. Ja. Dann würde ich mal wieder das Heft des Handelns an mich nehmen und da so ein bisschen durchführen. Du bist der Markus Lanz des Stalls. Oh, ja. Hey, Entschuldigung. Ich weiß ja nicht ganz, ob das jetzt ein Lob ist oder ein Diss hier, ganz ehrlich. Ja, Markus Lanz, da gehen die Meinungen ja ein bisschen auseinander. Ja. Du bist der Günther Jauch. Der Günther Jauch, ich glaube, da kann ich mich eher mit anfreunden. Ich weiß ja nicht, wen du da gut findest. Ja. Ja. Okay. Dann gehört mir auf jeden Fall halb Potsdam und ich muss mich nicht irgendwie nach Südtirol verkrümeln. Ja? Ja, zurück zum Boxen. Ja, da sind wir nicht in Südtirol, sondern wir sind bei einem gebürtigen Griechen. Wir starten mit Dennis Doughty mit einem Kampfrekord von 19-4 und 8 K.O. Ja, der ist aktuell bei Boxrec die Nummer 245 der Welt. Und ja, meine Einschätzung ist, dass er im Superleichtgewicht, wo er sich ja befindet, einen spannenden Kampf machen könnte. Und zwar gegen Volkan Gökçek. Der ist die 234. Ich habe nur den einen einzigen Namen auch aufgeschrieben. Ja. Das ist auch Volkan Gökçek. Ja. Das ist, ich glaube, wir machen das zu lange gemeinsam hier. Also bei Doughty finde ich ja faszinierend, dass der wirklich so, also der hat ja, glaube ich, seinen letzten Kampf sogar im halben Mittel gemacht, ne? Mhm. Wenn ich mich nicht täusche. Der macht ja offensichtlich dann doch den einen oder anderen interessanten Limitsprung. Ja. 27 Jahre, du hast einen Kampfrekord angesprochen. Das ist mehr so ein Card-Kämpfer, sag ich mal. Also der wird wahrscheinlich keinen Hauptkampf mehr machen in seiner Karriere. Aber so jemand wie Volkan Gökçek oder, nee, ich sehe gerade, ich habe doch noch einen zweiten Namen, hier steht so jemand wie Edison Sani, ist gerade mal aus deutscher Sicht, der ja aus Hamburg kommt, genau wie Gökçek auch. Das, also da finde ich, Doughty wäre schon eine spannende Prüfung für die beiden, muss ich sagen. Also, auf jeden Fall. Also, so in so einem Rahmen und so viel los ist ja in dem Limit auch nicht in Deutschland, muss man leider genau sagen. Also das würde sich für mich sehr anbieten und dann kann man das einmal in Hamburg und einmal in Karlsruhe machen. Also das sind auch Kämpfe, die ich gerne sehen würde. Ja, ich glaube, das ist spannend und eng. Ja, das ist so das, was ich mir da für die Zukunft vielleicht 2021 erträumen würde. Ja. Ins Träumen, finde ich, kann man auch kommen, wenn man jemanden wie Petro Ivanov bei sich im Stall hat. Der ist mit Platz 31 bei Boxrec wirklich sehr gut aufgestellt. Ja, also ganz vorne mit dabei, hat einen Rekord von 13-0-2 bei 8 K.O. Und da würde ich sagen, das ist wirklich einer der vielversprechendsten bei Fächersport, den die da momentan haben. Und auch gebürtig aus der Ukraine, falls ich das nicht schon gesagt habe. Mhm. Genau. 24 Jahre jung. Erst. 24 Jahre jung, genau, das kommt noch oben drauf. Und zuletzt sehr dominant gegen Yusuf Kangül gewesen im letzten Kampf. Da würde ich sagen, also die Formkurve zeigt nach oben, gut platziert, da lässt sich wirklich einiges machen. Also der hat mir gegen Kangül wirklich wahnsinnig gut gefallen, muss ich sagen. Also Ivanov ist offensiv wirklich ein Augenschmaus gewesen. Also der ist variabel, der bringt richtig viel mit. Der bringt auch Power mit. Mhm. Und der hat auch einen Kampfrekord mit schon zwei Unentschieden und sowas, weil der auch durchaus hart aufgebaut wurde. Früh gut gematcht, Genau. Und ich sag mal, also ich habe mir auch jetzt natürlich, wir machen das ja immer, so ein paar Namen, über die man vielleicht sprechen kann. Und ich sag mal, so jemand wie Daniele Scardina, den wir jetzt hier vor ein paar Wochen in Italien gesehen haben. Jemand wie Rhino Liebenberg zum Beispiel. Ja. Oder auch vielleicht jemand wie Ryan Ford. Das wären alles drei Kämpfe, die ich mir sehr gerne anschauen würde. Das höre ich gerne. Und das sind meiner Meinung nach alles drei Kämpfe, die für ihn absolut machbar sind. Mhm. Das wären so Dinger, wo ich sagen würde, das könnten so die nächsten Schritte sein. Denn natürlich ist das Supermittelgewicht oben sehr, sehr stark besetzt. Aber Ivanov hat absolutes Potenzial, meiner Meinung nach, was ich bisher gesehen habe, um in naher Zukunft da in die Top 25 oder so vorzustoßen. Auf jeden Fall. Ja, da bin ich ganz bei dir.
Wir gehen zum zweiten Griechen bei Fächer und zwar zu Evgenios Lazaridis, den man zuletzt im Einsatz gesehen hat gegen Agit Kabayel. Nee, hat er noch gegen Eugen Buchmüller danach Ah, stimmt. gewonnen. Da hat er sich ja dann wieder positiv zurückgemeldet. Genau. Das ist korrekt. Und ja, steht jetzt bei 17-3 und 11 K.O. Und ist bei Boxrec die 91. Also das ist ja durchaus auch wirklich ein gutes Ranking, muss ich sagen. Ja, also Absolut. das ist ein Träumchen, ja. Im Schwergewicht Im wohlgemerkt, ja. Schwergewicht wohlgemerkt, ganz genau. Und ich habe mich jetzt mal so ein bisschen dann daran orientiert, wer da noch in der Nähe ist im Schwergewicht und habe dann auch wieder so ein bisschen nach Hamburg geschielt. Und habe mir gedacht, dass vielleicht ein Kampf gegen Viktor Faust von EC Boxing interessant wäre oder gegen San Korsubutski von Universum. Ja, weil ich würde jetzt mal behaupten, also für Faust ist das vielleicht noch ein bisschen früh so jetzt von der Gegnerschaft her, aber der wird ja straff aufgebaut, würde ich mal sagen. Und bei Korsubutski würde ich sagen, ist er vielleicht schon fast ein bisschen weiter. Aber jetzt gemessen daran, dass Agit Kabayel gegen ihn geboxt hat von SES, würde ich mal sagen, könnte das so ungefähr die Preisklasse sein, wo er sich auch gut verkaufen kann. Und vielleicht nochmal für eine Überraschung gut ist. Ja, finde ich interessant, dass du da zwei so richtig aufstrebende gewählt hast, Ich habe die noch ein quasi, paar andere, wo aber Lazaridis ein Test sein könnte. ja. Denn ich habe ein paar andere Namen drauf, wo ich einfach so sagen würde, das fände ich einfach so grundsätzlich, wären das schöne Kämpfe, die wirst du wahrscheinlich auch drauf haben. Dazu gehört mal einerseits Michael Wallisch, Ja, fände ich gegen habe ich Lazaridis auch. spannend. Senad Gashi fände ich Den hatte gut. ich nicht, aber durchaus. Und Hussein Mohammed. Also Ja. den würde ich auch noch, Genau, würde ich auch ich noch habe in den noch an Raum werfen. Erik Pfeiffer gedacht. Das ist auch eine gute Idee. Das stimmt. Das Ja, stimmt. Ja. genau. Also Ideen ohne Ende. Ja. Die Frage ist halt Lazaridis immer, mit wie. 33, der kann alle 2 Monate boxen bei uns, Genau, kann ich mir also die Frage vorstellen. ist halt immer, wie rentabel das die Promoter sehen, ja, wenn Das die stimmt. Das natürlich stimmt. alle nur nach oben denken, aber und jetzt natürlich auch keine Zuschauer immer noch kommen können, aber an sich wäre das für mich als Boxfan durchaus ein Zuschauergarant, ja, also diese Ansetzungen wären was, wo ich sage, oh, die machen jetzt vielleicht nicht den Hauptkampf, aber dafür fahre ich da gerne hin, ja. Ganz genau. Sehe ich hundertprozentig genauso. Und genau aus der Warte sprechen wir ja auch. Von Ja, daher passt das ja. genau. Dann gehen wir ein Limit drunter ins Cruisergewicht zu Danny Heidrich. Da bin ich auch wieder beim Stichwort Fans. Ich muss wirklich sagen, der hat eine gute Fanbase. Ich habe den zweimal live boxen sehen und das überschneidet sich so ein bisschen mit der Fanbase von Nick Hannig, weil die auch mal im selben Gym trainiert haben oder trainieren, weiß ich nicht genau. Da hat er mir irgendwann mal im Interview was dazu erzählt gehabt. Also die kennen sich auf jeden Fall. Und ja, Danny Heidrich ist ja jetzt zuletzt ein bisschen gestolpert bei seinen Kämpfen und steht jetzt bei 7-2 und 5 K.O.s. Ja, ist dementsprechend nicht so super gerankt, ist die 354. der Welt bei Boxrec und auch nur die 23 in Deutschland. Da gibt es ja jetzt doch mehr im Cruisergewicht, als ich irgendwie auf dem Schirm habe, mal bei uns. Ja, Ja, also, das ist ja, irgendwie ja. so, da tummelt sich eigentlich einiges, aber man bekommt es nicht so mit, leider. Ja, also, ich Ja, das zumindest habe stimmt. das eine Zeit lang nicht so mitbekommen. Geht mir genauso. Da sind viele Namen, von denen ich selten oder noch nie gehört habe, Ja, ja. da würde ich gerne irgendwie mal wieder mehr ein Auge drauf haben, weil ich mir ja gedacht habe, so in der Cruisergewichtsszene in Deutschland geht irgendwie nichts mehr. Ja, und ja, dementsprechend. Habe ich mich in Deutschland jetzt umgeschaut, wer vor ihm gerankt ist. Und da gibt es Erdogan Kadria zum Beispiel, René Hübner, der ja auch unfassbar viele Kämpfe hat, jetzt auch nicht immer unbedingt gegen die besten Gegner, aber durchaus einen beachtlichen Rekord. Und Kai Kurzawa jetzt so als Oldie ist mir noch so in den Sinn gekommen. Die stehen aber alle deutlich noch vor ihm, zumindest bei Boxrec. Und dann habe ich mir gedacht, wer ist denn mal näher an seinem Weltranking? Und da ist mir Stanislav Eschner jetzt mal eingefallen, gegen den Robin Krasnitschi zurückgekommen ist, bei dieser Seebühne. Und der ist nämlich die 344 und der kommt auch immer zum Gewinnen. Und ich glaube, das ist ein cooler Kampf, wenn er dieses Jahr in den Ring gegen den steigen würde.
Und das wäre dann halt auch besser als jetzt nur so Aufbaugegner, wo man sagt, okay, da ist dann halt relativ früh Feierabend. Weil der Ja, Eschner, die der, 700 plus, ja. genau, der Eschner, der geht durchs Feuer und wenn man den besiegt hat, dann kann man da auch sich ein bisschen was auf die Fahne schreiben. Und er würde aufsteigen, zumindest bei Boxrec. Ja, nee, finde ich schon, finde ich einen guten Gedankengang. Also Heidrich ist ja 33 auch, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass er jetzt, außer er will jetzt irgendwie eine TV-Karriere noch anstreben nach seinen diversen Formaten, die er da schon gemacht hat. Finde ich das einen interessanten Weg. Ich habe Kadriya mir auch hier aufgeschrieben. Ich habe auch noch Rad Rashid hier stehen. Oh ja, genau, den Frankfurter, ja. Ne? Genau. Das wäre jetzt auch so ein Ding, wo ich sagen würde, durchaus denkbar. Aber ja, muss man mal abwarten. Also ich finde auch, trotz der Platzierung ist halt seine Bekanntheit jetzt bei Leuten, die auch keine Boxfans sind, natürlich zuträglich, um ihn da gut oder besser vermarkten zu können, auf jeden Fall, Das als ist das andere ist Boxer, die ohne da stehen. das ist ohne Frage so, natürlich, ja. Dann gehen wir zurück ins Schwergewicht und zwar zu Alexander Zachotzky, würde ich das jetzt mal aussprechen? Weiß ich nicht. Zachosi, ja, ich glaube, hinten Okay. ist kein K mehr, aber ja, Ja. ist nicht so einfach. Hast du recht, vor allem bei meiner Schrift. Ja. Der hat auch einen sehr guten Kampfrekord von 14-0 und 10 K.O.s, ist ebenfalls gebürtiger Ukrainer und jetzt wohnhaft in Karlsruhe. Bei Boxrec die 27, ja. 87. Und 27 Jahre alt, genau. Entschuldigung, ich wollte 27 Jahre alt hin noch Ja. hinzufügen. Auch top fürs Schwergewicht, ja. Ja, super. Hat als prominentesten Gegner den Kevin Johnson besiegt. Im vorletzten Kampf oder so war das, glaube ich. Und ja, ne, ansonsten fehlen da für mich jetzt noch so die bekannten Namen, die man jetzt auch so auf dem europäischen Level vielleicht kennt und dann sagt, oh, da hat er sich jetzt schon bewiesen, ja. Ja, dementsprechend habe ich jetzt mir hier notiert, ein Kampf gegen Ustinov oder Wallisch, die bei Da ihm in bin der ich Nähe auch sind, beide drauf, ja. wäre interessant. Ja. Oder ein Stallduell gegen Vlad Sirenko. Der ist ein paar Plätze vor ihm und auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Das wäre aber Das, schon eine Nummer, ey. Also, ja, ja. genau. Also das wäre, du sagst das, das wäre schon eine Nummer, ukrainisches Duell und beide gut platziert. Aber ich würde sagen, dass der, ja, wobei, vielleicht ähnlich, aber ich würde sagen, von den Gegnern her hat Sirenko ein paar in der Summe bessere geboxt. So. Können wir ja Also gleich nochmal drauf bei eingehen. Sarkozy finde ich auf jeden Fall beachtlich. Der ist zumindest laut Boxrec 2,6 Meter. Das ist natürlich schon wirklich. Bühne, ja. Das sind schon fast Fury-Regionen. Ne? Also bin ich mal gespannt, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Ja. Genau. Gut. Dann sind wir im Supermittelgewicht und da haben wir den Evgeni Schwedenko mit 15-0 und 6 K.O. Ausnahmsweise mal kein Ukrainer, sondern ein Russe. Und ja, bei Boxrec die 28, das ist natürlich Premium, ja. Würde ich sagen, der hat von allen die besten Voraussetzungen. Und ja, ich hatte mir jetzt erstmal andere Namen aufgeschrieben, aber wir haben uns ja nochmal dann kurz besprochen. Und ja, dann gebührt dir auch die Ehre, über den Eliminator zu sprechen. Genau, Schwedenko, ja, 30 Jahre möchte ich noch kurz hinzufügen und wird genau am 17. April den IBF Eliminator gegen Aidos Yerbosinuli aus Kasachstan boxen. Der Kampf findet in Karlsruhe statt. Beide sind die 3 und die 4 im IBF-Ranking. Die Plätze 1 und 2 sind vakant. Und ja, der Gewinner ist der offizielle Pflichtherausforderer von Caleb Plant, vom IBF-Weltmeister Caleb Plant. Und ja, natürlich hängt sehr viel, also wenn man jetzt darüber hinaus sprechen möchte, was Schwedenko angeht, hängt natürlich extrem viel von diesem Kampf ab, keine Frage. Sollte er Yerbosinuli, der sogar ein Top-20-Mann bei Boxrec aktuell ist und auch ungeschlagen ist, sollte er den schlagen können, wäre natürlich theoretisch ein Gegner für Plant. Aber ja, Plant Canelo vielleicht, wenn Canelo Saunders, es sind jetzt viele Wenns dabei, merkst du schon. Ja. Aber wenn Canelo gegen Saunders gewinnt, ist ja Canelo gegen Plant für den Herbst im Gespräch, für den September zum mexikanischen Nationalfeiertag. Das lässt natürlich dann so ein Schwedenko oder egal welchen Pflichtherausforderer erstmal so ein bisschen im Regen stehen. Sollte man vielleicht noch einen Kampf einschieben, ja. Sollte man vielleicht noch einen Kampf einschieben, genau, dann ist natürlich die Überlegung, willst du jetzt vielleicht auch nicht riskieren, die Position? Das ist natürlich auch so eine Sache, aber sagen wir mal jetzt mal rein aus der Box-Utopia, die ich so in meinem Kopf manchmal habe, die was Kenne nie ich. passieren wird. Gegen wen ich ihn so grundsätzlich gerne sehen würde, sind so Leute wie José Uzcategui oder Isaac Chilemba oder
Hassan Endam oder vielleicht in Deutschland auch Stefan Hertel zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, wenn der mal wieder boxt. Also so die Kategorie, da muss ich sagen, das fände ich alles ganz interessant für Schwedenko. Aber klar, müssen wir mal abwarten, wie es am 17. April läuft. Das wird natürlich jetzt viel entscheiden. Genau, also ich habe dementsprechend auch nicht so weit vorausgeschaut, gegen wen er jetzt boxen könnte, sondern habe mir nochmal angeschaut, gegen wen er schon geboxt hat. Und ich finde, da hat er mit Laval, Ossipov und Mohamedi echt schon gute Leute besiegt. Und mit so eigentlich das, das beste Resümee von allen, also oder wie sagt man denn da, also halt besten Kampfrekord. Den besten Kampfrekord, genau. Ja. Mhm. Also sehr gute Leute schon drin. Genau. Das stimmt, ja. Dann zurück zu Vlad Sirenko ins Schwergewicht. Der hat, wie der vorher schon angesprochene Sarkozy, hat der 16-0 und 13 K.O.s. Also sind da ähnlich beieinander. Deshalb fand ich das Stallduell, das Potenzielle in meiner Welt so interessant. Ja, und es wäre ein super Kampf, keine Frage. Ja. Ja. Bei Boxrec die 57, also genau 30 Plätze vor Alexander Sarkozy. Und ist erst 26, finde ich auch gut. Ja, würde hier auf jeden Fall ansonsten weiter aufbauen. Und ich würde sagen, so von den etwas durchwachseneren Gegnern, die er hat, waren die aber alle ein bisschen besser als die von seinem Stallkollegen. Mhm. Und der Kampfrekord von Kevin Johnson sieht natürlich deutlich besser aus als der von Sokolowski. Aber die würde ich ungefähr ähnlich ranken, so im Moment. Und gegen den Sokolowski, meine Güte. hat er sich doch sehr gut präsentiert und den deutlich geschlagen, alle Runden gewonnen. Und das muss man ja auch erstmal schaffen. Ja, also das ist ja schon einer, der einem gefährlich wird. Ja, aber ansonsten fehlen da noch ein paar prominentere Namen. Richtig. Da sollte man bei beiden, ja, also ich beziehe den anderen immer noch mal ein bisschen ein, sollte man noch mal nachbessern. Ja, und wirklich da jetzt ein paar Leute zuführen, wo man sagt, das sind auch Leute, die man dann kennt. Also so ein Sirenko, der jetzt sicherlich auch in nächster Zeit in die Top 50 vorstoßen möchte, da fände ich jetzt schon so Leute wie Andrei Rudenko zum Beispiel, fänd ich ganz interessant. Oder vielleicht auch Marius Wach zum Beispiel, da muss man auch mal ehrlich sagen, dass stimmt, er jetzt auch nicht den gibt's ja auch noch. Viel höher steht normalerweise. Ne? Ja. Also das wären durchaus interessante Paarungen. Ja. Ja. Dann kommen wir zu meinem persönlichen Liebling, zu Simon Zachenhuber im Supermittelgewicht. 11 und 0, 6 K.O. Bei Boxrec aktuell die 238. Und er ist ja erst 22, das heißt, er hat noch viel Zeit. Ich würde ihn jetzt erstmal weiter aufbauen und würde so als Marschroute jetzt erstmal angeben, Let's Dance gewinnen, sofern er dann noch dabei ist. Ich bin da nicht so in der Materie drin. Dabei. Ich habe extra nachgeguckt, ich bin auch nicht dabei, aber ich habe extra nachgeguckt. Viel Erfolg dabei weiterhin und dann tanzend im Ring auf deutschem Level, würde ich sagen, gegen Hector Hernandez aus München zum Beispiel, könnte ich mir das gut vorstellen, oder gegen Enis Agushi, der vor gefühlt Ewigkeiten mal diesen Sport 1 The Next Rocky gewonnen hat und dann im Sand irgendwie verlaufen ist. Also genauso wie natürlich jetzt auch Sauerland bei Sport 1 nichts mehr gemacht hat, ist das Ganze irgendwie so sehr schnell, sehr abgeklungen. Aber ja, in dem Kampf, den er da gemacht hat, nach seinem Sieg, wurde er ja trainiert von Dennis Ilbays Vater. Garib Ilbay. Mhm. Genau. Und vielleicht muss man da nochmal nachfragen, gibt es den Agushi noch? Ja. Wir waren ja bei Zachenhuber. Ja, genau. Zurück zu Zachenhuber. Und ich bin da immer so ein bisschen hart. Das ist vielleicht auch nicht immer ganz fair und ich lasse mich da auch gerne umstimmen. Also ich habe nochmal nachgeschaut, 22. Ich glaube, da geht noch einiges. Aber Benny, du bist ihm ja wohlgesonnen oder auf jeden Fall wohlgesonnener als ich. Und dementsprechend kannst du mir jetzt bestimmt den perfekten Plan für den Weg zum Titel vorlegen. Nee, den kann ich dir, tut mir leid, den habe ich leider auch nicht parat. Ich bin einfach nur, ich bin einfach ein bisschen geduldiger vielleicht einfach in dem Fall jetzt. Ne? Also 22, wie du es schon ansprichst. Ich bin der Meinung, dass der Let's Dance-Auftritt eine sehr, sehr gute Sache ist.
Also, ich habe halt, das habe ich jetzt extra bei ihm, ist das vorhin einfach mal der Gedanke gekommen, ich habe mal das Google-Suchvolumen überprüfen wollen, Aha. was das für ihn gemacht hat. Und seit er, also ich habe jetzt einfach mal, ich habe jetzt natürlich nicht einen halben Tag damit verbracht, ich habe einfach mal so Ja. sechs, sieben Namen eingegeben, mit denen ich ihn verglichen habe. Erstmal was Boxen in Deutschland angeht, wie Ja. zum Beispiel Felix Sturm oder Vincent Feigenbutz oder Jack Kulkay, die pulverisiert er seit Februar, ja, Eieieiei. und zwar so stark, dass ich dann einfach gedacht habe, wen kannst du denn noch mal eingeben? Und ich sag mal so, er ist jetzt seit Februar, jetzt die letzten zwei, drei Wochen, ist sein Google-Suchvolumen ungefähr im Bereich von Manuel Neuer. Alter, Genau. Und das fand ich wirklich beachtlich, das ist sehr, sehr krass. beachtlich. Ja. Und also wenn ich sowas sehe und ich gucke diese Sendung Let's Dance jetzt nicht, aber ich habe gehört von Leuten, wo die nicht weiß, die das gucken, die habe ich einfach mal gefragt. Die haben mir gesagt, ja, da ist Simon Zachenhuber, ne, finden sie total sympathisch und sowas. Und das ist, meiner Meinung nach ist das super. Das Ne? Gold Der wird auch wert, da ja. als Boxer verarbeitet, auch auf RTL.de ist jetzt vor ein paar Tagen nochmal ein Artikel gekommen. Tanzt auch im Ring und tanzt auch hier auf der Bühne und keine Ahnung was. Also meiner Meinung nach, ich würde fast sagen, jede Staffel Let's Dance sollte jetzt einen jungen deutschen Boxer haben in Ja. Zukunft, weil man die einfach auch einem Publikum bekannt machen kann. Und der Name wird vielen Leuten bekannt sein in Zukunft. Und wenn Simon Zachenhuber demnächst mal einen Kampf hat, der sogar im Fernsehen laufen würde, theoretisch, meine ich, ich bin mir sicher, der wird einen richtigen Quotenschub kriegen, weil der einfach da sympathisch rüberkommt und so. Unabhängig von allem Sportlichen. Ich meine jetzt einfach nur sowas, Das, das kommt häufig zu kurz und ja, sollte das man nicht ist, glaube ich, unterschätzen. wirklich ein guter Weg. Gerade in dem Alter kann man dann vielleicht auch noch viele Leute mitnehmen, also auf die längere Karrierereise mit 22. Ja. Und das ist eigentlich so ein Faktor wie bei Danny Heidrich, auch wenn er ihn natürlich auch von seinem Google-Suchvolumen mittlerweile pulverisieren wird. Aber Ja. ja, ich würde jetzt mal sagen, vom Boxrec-Ranking her ähnlich, aber dafür halt schon ordentlich bekannt. Ja. Genau, Und ja. Das ist schon das ist beachtlich. wirklich, das ist ein kluger Weg, auch wenn ich mir jetzt zum Beispiel Abbas Barahu, den ich ja für höchst veranlagt halte, null vorstellen kann, dass er bei sowas wie Let's Dance oder so mitmacht. Aber ja, da sollten wirklich ein paar Leute in Betracht ziehen. Ich habe jetzt auch irgendwie was in Erinnerung, dass bei Love Island jetzt gerade auch jemand mit einem Boxerhintergrund mit dabei ist, wurde mir zugetragen von einem Freund von mir, der das gerade guckt. Ja. Keine Ahnung, Muss keine man auf Ahnung. jeden Fall, also könnte ja ein Weg sein. Ja? Hier der kleine Bruder von Tyson Fury hat ja auch Eben. Love Island gewonnen, sage ich jetzt mal so, und hat jetzt einen Arsch voll Instagram-Follower und das läuft gut für ihn. Ja, die einzige Frage, die dann immer noch offen bleibt, ist, wie lange muss man ja eigentlich sagen, also klar, der Aufbau geht ja meistens relativ gut eine Zeit lang, Ja, aber wie weit kann es dann sportlich gehen? genau. Natürlich, wenn dann jetzt Schluss ist bei, ich sag's mal, bei Boxrec 125 oder Ja. so, dann ist natürlich auch nicht gerade geholfen, aber es bringt auf jeden Fall auf der einen Seite sehr viel Publicity, was ja dem Boxen einfach fehlt momentan in Deutschland. Und was Zachenhuber sportlich reißen kann, wenn er zurückkommt, ich weiß es nicht. Ich habe mal so notiert, so jemand wie diesen Timo Leine, weißt du, kannst dich erinnern, der Bunn-Gegner Ja, damals, ja, letztes ja. Mal. Also ich glaube, sowas in der Richtung fände ich jetzt in naher Zukunft schon nicht schlecht. Ja, das stimmt. Gut, bevor So. wir in absolute Gala-Gefilde endgültig hier uns verlieren, Vor gehen allem wir mit mal. gefährlichem Ja, Halbwissen. ganz genau. Ja. Gehen wir mal zurück ins Leichtgewicht. Da haben wir wirklich den jüngsten jetzt hier aus dem Boxstall, nämlich Tom Sander. Der ist erst 17. Das steht bei mir hier mit drei Ausrufezeichen. Und dann nochmal mit zwei Ausrufezeichen weiter aufbauen. Ja, zwei Kämpfe, zwei Siege, zwei K.O. Damit ist eigentlich alles gesagt. Da muss ich jetzt auch keine Gegner mehr überlegen, die er erstmal boxen soll. Der Nein. kann irgendwen boxen und es schadet ihm nichts. Ja. Genau. Da habe ich auch keine Wünsche. Der hat unglaublich viel Zeit. Der junge Leverkusener, sei mal noch dazu gesagt, der hat jetzt am Wochenende in Wien geboxt, im Haus der Begegnung. Und absolut. Da Freifahrtschein. Genau. Und dann kommen wir abschließend nochmal zu einem sehr gut gerankten Mittelgewichtler mit Andriy Velikovsky. Velikovsky. Ja, gut. Ja, richtig. Velikovsky, Der ja. steht bei 18, 2, 1 und 11 K.O., ist auch aus der Ukraine, bei Boxrec die 25. Und ich habe jetzt hier mal ausnahmsweise mich nicht weiter nach oben orientiert bei Boxrec, sondern mal nach unten geschaut. Die wäre also
um ihn rum oder etwas drunter ist. Und da gibt es Carlos Molina, den Abbas Barraud schon geschlagen hat, aber der jetzt auch wieder im Gewicht aufgestiegen ist ins Mittel und ich glaube auch mal im Supermittel sogar geboxt hat zwischenzeitlich. Und Gary O'Sullivan und aus deutscher Sicht Yama Saidi, sofern Falls er, der im Mittelgewicht bleibt, der ist ja jetzt wieder falls er runtergegangen, ja muss im man mal sehen. Aber Mittelgewicht ja. bleibt, genau, wäre das aber auch ein innerdeutsches Duell von zwei guten Stellen, die, ja, also was ich mir sehr gerne anschauen würde. Ja, also Velikovsky ist auch so ein Typ, der in der Ukraine früh richtig hart gematcht wurde. Der hat zum Beispiel mitten im Aufbau schon gegen den 11-0 Daniil Skadina geboxt. Ach, guck an, ja. Also ist mir dann aufgefallen. Und ja, ich finde es auch interessant. Das ist auch ein interessanter Mann. Ich hatte auch tatsächlich Molina und O'Sullivan hier stehen. Kamil Scheremeta könnte ich mir noch vorstellen, den letzten Ja. Golovkin-Gegner. Das wäre auch so ein, wenn du so einen dann schlägst, das macht natürlich auch ein bisschen was her, ne? Wenn du da einen guten Sieg landest, weil er einfach jetzt eine Chance hatte gegen Golovkin. Fatun Fukchinay habe ich mir gedacht, der Ja. jetzt auch gegen Alexander Rigas erst gewonnen hat. Nach Also dem so in der letzten Kampf Region, auf jeden ja. Fall, also Also Velikovsky, interessanter Typ, 26 erst, der nächste Ukrainer. Ja, also da ist schon viel Potenzial, muss ich ja, sagen. also ich kann da auch nur sagen, da kann ich ein sehr positives Fazit ziehen und habe den Eindruck, dass wenn man da jetzt nicht auf einmal ganz viel falsch macht, dass ein super Jahr trotzdem noch werden könnte, ja, und vor allem die Zukunft sehr ja, könnte rosig aussehen. Also gerade diese ganze Ukraine-Riege, die man da sein eigen nennt, ich glaube, das ist schon eine Bank. Also, Fächersport ist wirklich, ist ja so ein Stall, der jetzt so in den normalen Medien, sag ich mal, deutschlandweit jetzt nicht so besonders viel Publicity hat, ne, grundsätzlich. Die Veranstaltung jetzt am 17. April läuft ja immerhin auf Bild Plus. Da wird dann sicherlich auch ein bisschen Bild, ja, Presse bringen. Aber also die müssen sich meiner Meinung nach mit ihrem Potenzial und mit ihren Kämpfern vor niemandem verstecken. Also, das ist. Die sind richtig, richtig gut aufgestellt und zwar in mehreren unterschiedlichen Gewichtsklassen. Da ist eine Menge Potenzial vorhanden. Also es würde mich nicht wundern, wenn da einer oder zwei sogar wirklich gut durchstarten. Ja, da bin ich ganz bei dir und auch sehr angetan davon. Muss man wirklich mal ein Auge drauf behalten, wenn das schon ansonsten in Deutschland nicht so viele leider noch machen. Und ja, dann würde ich aber sagen, Stallcheck abgeschlossen, schließen wir auch unsere Folge ab. Ja, jetzt ja, haben wir ordentlich was heute wieder abgeliefert. Ja, und ja, haben ja auch wieder einiges vor der Brust, ja, in den nächsten Wochen. Ja, also wir werden nicht müde werden, euch bestens zu informieren. Ja, und ja, es hat mir wieder Spaß gemacht, gerade das, ja, auch das hier so ein bisschen sinnieren darüber, wo es hingehen könnte. Das macht mir ja mit immer am meisten Spaß eigentlich. Ja, finde ich auch. Und ja, wie immer erstaunlich, wie ähnlich wir uns da manchmal sind in den Ansichten. Ja, also ich meine, es waren ja teilweise 200 Plätze davor frei. Wir haben uns für dieselben Leute entschieden. Ja, nichtsdestotrotz an alle weiterhin liken, folgen und ja, Freunden Bescheid geben bei Instagram, Facebook und Twitter. Und natürlich freuen wir uns auch über Mails von euch an nachschlagboxcast@gmail.com. Ja. Und nicht zuletzt, ja, auch bei YouTube mal reinschauen und allen möglichen Streaming-Diensten, wo man uns findet. Das weiß ja jetzt mittlerweile schon jeder, wo man uns da findet. Genau. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn der nächste Nachschlag kommt. Danke, Benny. Ich bin raus. Danke, Julius, für das schöne Schlusswort. Ganz genau. Ja, ich mache es auch kurz. Also nächste Woche natürlich mit dem Rückblick auf Povetkin White. Mal gucken, wie das ausgegangen ist. Das Rematch in Gibraltar. Die Vorschau ist da nicht ganz so üppig, habe ich schon gesehen. Aber immerhin finde ich ganz interessant, Carl Frampton gegen Jamal Herring. Auch bei den Buchmachern fast 50-50-Duell im Superfedergewicht um die WBO-Weltmeisterschaft. Also auch da wird sicherlich wieder einiges zu besprechen sein. Und vielleicht auch der nächste Stallcheck. Müssen wir mal gucken. Universum fällt mir spontan ein. Hatten wir damals überspringen müssen. Aber schauen wir mal, wie wir da klarkommen die nächsten Tage. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.